Thank you.
Hallihallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch heute mal aus einer ganz anderen Location. Die von euch, die vielleicht schon öfters dabei waren jetzt bei unseren Streams, werden erkennen, dass wir heute mal einen anderen Raum in unserer Streaming-WG bei den Julis nutzen. Mit dabei sind auch wieder zwei neue Gäste. Mich kennt ihr vielleicht noch. Ich bin Julius aus dem Bundesvorstand und freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute werden wir nämlich nicht nur auf der Couch sitzen und reden, was zwar auch immer sehr, sehr schön und entspannt und gemütlich ist. Heute werden wir tatsächlich ein bisschen arbeiten. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch schauen, dass wir inhaltlich ein bisschen was bereden. Schön, dass ihr da seid. Faulpelzchen, Fairfax 91. Ich werde den Chat so ein bisschen heute betreuen, weil unsere Hauptprotagonisten sind zwei andere Menschen heute. Als erstes darf ich mal kurz Kai das Wort geben. Kai, wer bist du? Was machst du hier? Und ja, wie geht's dir? Ja, gerne. Vielen Dank dir, Julius. Ich bin Kai, ich bin Juli-Direktkandidat, einer der jüngsten Direktkandidaten bei uns. Ich denke, der zweitjüngste bin ich insgesamt. Ich komme aus Bayern, aus dem wunderschönen Ostallgäu. Das ist der Wahlkreis, in dem Schloss Neuschwanstein steht. Also was das angeht, ja, ist es gar nicht so schlecht. Was das Internet angeht, schon. Aber ich denke, das ist eines der Themen, das wir anpacken können. Ein anderes Thema, und darum sind wir heute ja hier in der Streaming-WG, ist das Thema Cannabis-Legalisierung. Und dafür haben wir heute einen speziellen Gast eingeladen, auf den ich mich heute wirklich sehr, sehr freue. Du hast die perfekte Überladung hier gemacht. Georg, stell du dich kurz doch einmal vor. Georg Wurt, Deutscher Handverband, Chef vom Deutschen Handverband, irgendwie Berufslegalisierer seit vielen, vielen Jahren, bald 20. Also auch mal ein junger Mensch, der sich für was eingesetzt hat. Jetzt bin ich ein alter Knacker, der sich immer noch für was einsetzt. Ne? Aber ich glaube, wir schaffen das noch mit der Legalisierung. Ja. Und jetzt bin ich mal hier. Sehr gut. Wie ist denn eure WG-Erfahrung so? Habt ihr schon mal in der WG gelebt? Nee, ich nicht. Nee. Doch, ich schon. Jetzt inzwischen ein Jahr wohne ich in der WG fürs Studium. Aha. Es ist immer sehr, sehr spannend. Also die Putzpläne werden nach eigener Erfahrung nicht eingehalten. Das heißt, das ist natürlich ein gewisses Problem. Aber sonst muss ich sagen, das WG-Leben ist schon echt sehr, sehr cool. Du hast einfach immer jemanden, mit dem du weggehen kannst abends. Und das macht wirklich das Leben doch nochmal ein bisschen besonderer als Student. Genau. In der Streaming-WG, wir haben noch keinen Stream geschafft, wo wir auch gemeinsam weggehen. Wir bleiben dann auch meistens eher hier. Das wäre doch auch, wir müssten so ein Gimbal kaufen. Und dann können wir mal hier durch Berlin ziehen. Ja, wir haben nur so ein bisschen selbst in Berlin die Angst, dass die Verbindung irgendwann so abbrechen, dass es halt kein erfolgreicher Stream wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen im Chat auch gerne teilen, was so Verbindungen angeht, wo ihr herkommt, ob da ein Livestream möglich wäre. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal in den nächsten Wochen auch tatsächlich uns mit euch zu verbinden. Genau, wir haben hier den allerersten Stream in der Küche. Deshalb sage ich auch gleich schon zu Anfang an, es kann sein, dass mal was schief geht. Wir haben Kameras hier in vier Ecken und versuchen uns irgendwie so auszurichten, dass ihr uns da sehen könnt. Wir haben natürlich immer, wie immer, unsere Technik-Feen dahinter, die versuchen, die richtige Kamera zum richtigen Zeitpunkt reinzubringen. Aber genau, nur dass ihr Bescheid wisst im Stream, wir versuchen das heute einfach mal, denn wir wollen Brownies backen. Kai, warum backen wir Brownies? Wir backen Brownies, weil wir es A nicht können, und ich denke, das ist ziemlich witzig dann für euch zu Hause. Aber Brownies sind natürlich auch ein Thema, das sehr politisch ist, denn man kann Brownies natürlich ganz klassisch machen. Man kann Brownies allerdings auch ein wenig versüßen, und das bringt uns natürlich direkt aufs Thema Cannabis. Wir backen unsere Brownies heute legal. Ich denke, alles andere wäre nicht wirklich gut für unseren Wahlkampf. Aber wir wissen, dass Brownies auch manchmal ein wenig mit Cannabis aufgetoppt werden. Und das bringt uns natürlich aufs Thema Cannabispolitik, Legalisierung. Wie wollen wir sie umsetzen? Kommt sie bald? Kommt sie mit uns in der Regierung eventuell? Also ich denke, sehr, sehr viele Themen, über die wir nebenbei diskutieren können. Und ihr könnt uns zuhören. Und ich denke, ihr könnt uns das ein oder andere Mal auch auslachen. Nein, ich glaube, wir kriegen das hier alles ganz, ganz entspannt hin. Das ist schon gut, dafür die Brownies machen, ne? Sonst können wir eventuell nachher gar nicht auf das Thema kommen oder so. Sind wir da noch auf der sicheren Seite. Aber du backst ja auch nicht so gerne, meintest du schon so, oder? Ja, ich bin insgesamt nicht so der große Koch-Bäcker-Mensch. Ja, so. Bist eher so, ja, dann so Essen bestellen oder eher so
Ich glaube, Pizza, Nudel, Döner könnte ich zum Beispiel immer abwechselnd essen und dann wäre gut so. Ja, okay. Na, dann heute geht es ein bisschen süßer, aber das kriegen wir, glaube ich, auch noch einmal hin. Ja, geht schon. Ja. Ich muss das ja nicht essen, ne? Mal gucken, was da drauf wird. Ja, ich glaube, aber es wird bestimmt super schmecken, insofern kriegen wir das hin. Genau, wir machen es so, dass ich einfach euch so ein bisschen das Rezept sage und sage, was ihr zu tun habt. Und wir schauen mal, wo wir damit hinkommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Zutatenliste. Zutatenliste. Ja, die Zutaten haben wir tatsächlich. Ne, sieht schon gut aus da in der Ecke. Die haben wir tatsächlich alle. So, jetzt muss ich einmal schauen, ob ich auch das Rezept noch habe. Ja, ich habe es noch. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Okay, was brauchen wir als allererstes zum Brownies backen? Wir brauchen ein Blech. Blech und ein Fett, genau. Schaut mal im Ofen. Ich glaube, da sollte was zu finden sein. Ja, perfekt. Genau. Das sieht voll nach Fett aus hier. Ja. Und ich glaube, hier bei unserem reintun jetzt. So ungefähr. Ja, so ungefähr. Da ist, glaube ich, auch ein Pinsel. Pinsel, ja, perfekt. Da könnt ihr einmal so ein bisschen Butter nehmen und die Form schon einmal einfetten. Das ist mal das die Waage Beste. Hier weg. Nebenbei stelle ich mal an den Stream die Fragen. Was sind eure Empfehlungen für Brownies backen? Noch könnt ihr uns retten. Noch könnt ihr uns helfen und Tipps geben, wie man perfekte Brownies macht. Wir probieren das jetzt nämlich einfach mal hier. Also falls ihr da Empfehlungen habt, egal ob mit Cannabis oder ohne, sagt mal gern Bescheid. Wenn ein Messer noch hier sonst. Ja. Ja, echt. Nee, aber das ist für die Zitrone, Digga. Ja, das ist doch voll süffig sonst. Direkt ja, mach mal, ist noch höher. Nee, das ist schon ein bisschen Sport jetzt für dich. Super. Gut, dass wir vorher nochmal sauber gemacht haben hier. Okay, genau. Und dann nehmt euch einfach mal ein bisschen Butter. Perfekt. Ich würde es dann, genau. Okay, wir haben ja einige, die noch nie Brownies gebacken haben anscheinend. Also ihr könnt hier also auch noch richtig was lernen heute. Wir sind heute nicht nur eine interaktive Politikplattform, sondern wir kriegen es auch noch hin, dass wir alle gemeinsam lernen, wie man Brownies backt. Und ja, im Zweifelsfall wisst ihr ja das, ne? Wenn bei den Liberalen was schief geht, wir sind ja für eine offene Fehlerkultur. Insofern kriegen wir das im Zweifelsfall, glaube ich, auch anders geregelt. Ach, sind wir schon wieder beim Parteitag. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn die Eltern schauen, glaube ich, heute zu. Okay. Das heißt, sobald ich zu Hause bin, wird sicher erstmal der Kommentar kommen, was ich alles falsch gemacht habe. Okay, also Shoutout erstmal an Kais Eltern, die hier zuschauen. Bitte seid nicht zu streng mit seinen Backfähigkeiten. Aber wo ich das gerade so sehe, ich würde dir auch raten, die Ränder so ein bisschen da hochzugehen. Ja, genau. Ich glaube, da brauche ich aber noch ein bisschen mehr jetzt. Mausi, du bist wieder da. Das ist schön. Wir haben Mausi 66666, die ist jedes Mal dabei bei unseren Streams. Und wir freuen uns sehr, dass du auch heute dabei bist. Backmischung geht immer. Wir haben uns heute tatsächlich mal daran gewagt, dass wir nicht nur eine Backmischung machen. Wir dachten, wenn wir euch hier einfach eine Backmischung präsentieren, dann ist es so ein bisschen, lame. Und ich glaube, wir kriegen das auch so ganz gut hin. Geier Sturzflug fragt, wie geht's euch? Georg, wie geht's dir? Ich bin total im Stress hier. Das erste Mal Brownies backen und dann auch gleich direkt vor Kamera und alles. Ja, man muss bestimmt jetzt, man könnte ja wahrscheinlich auch gleichzeitig Dinge tun hier, ne? Zum Beispiel könnte ich meinen Ofen vorheizen, ist jetzt schon soweit vielleicht? Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich muss auch gleichzeitig noch auf das Rezept gucken, das ist auch Multitasking ohne Ende, ne? Genau. Ja, 180 Grad und hier steht auf Ober- und Unterhitze. Jawohl, Hammer. Genau, machen wir mal ungefähr. Dann heizt das Ganze schon mal vor, das ist doch auch schon mal so gut. Wunderbar, das Blech ist jetzt, glaube ich, eingefettet. Ich lege den mal hier rüber. Perfekt. Quirzeck fragt, ob wir normale oder Hash-Brownies machen. Ja, das ist die Frage. Also rein legal dürfen wir natürlich nur normale hier machen. Aber wir sehen das Ganze als Vorbereitung dafür, dass natürlich hoffentlich in der nächsten Legislaturperiode Cannabis legalisiert wird. Und dann wissen Georg und Kai, wie man Brownies backt und können insofern im Zweifelsfall dann auch Hush-Brownies tatsächlich backen. Genau. So, nächster Schritt. Bisschen wie in der Volkshochschule. Okay, als nächster Schritt gibt man den Kakao und den Zucker in eine Schüssel. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, wie viel. Schüssel? Ja, das hast du ja. Hier ist die Schüssel, die kleinere. Ach, die kleine. Okay. Woher weißt du das denn jetzt? Ja, die habe ich vorher extra weggestellt. Das Blech könnt ihr mal wegstellen. Auf den Herd vielleicht, auf die rechte Hälfte. So braucht wir's. Ihr auch nicht. Zucker mit Panzerband, auch nicht schlecht. Die Waage ist auch hier hinten noch. Jafari the Wolf, du fühlst dich beleidigt als Europäer aufgrund der Flagge. Das ist ein bisschen schade.
weiß gar nicht, was die Frage, ich finde die eigentlich echt schön. Das sind genau die europäischen Werte, die damit wiedergespiegelt werden. Also ich fühle mich als Europäer mit dieser Flagge sehr, sehr stolz. Hey Vivova, auch schön, dass du wieder da bist. Genau. Wir brauchen vom Zucker. Wie kann ich das denn auf Null setzen? Ah, perfekt. Hat doch hast geklappt. Ja. Die ist auch so ein bisschen langsam. Also vorsichtig reintun, weil die, okay, die reagiert nicht in Echtzeit. Wir brauchen ja noch eine extra Hürde dazu. Warum denn auch nicht? Ja, warum müssen wir es einfach machen? Genau. Wie viel brauchen wir denn? 450 Gramm Zucker. Okay. Die ist da. Klebt da dran. Ich glaube, das geht nicht raus. Das ist ja ein Kilo. Ah, ich glaube auch, dass das nicht da rausgeht. Nee. Das geht nicht da raus. Hilfe! Ach, das kriegen wir auch so. Und einfach ein Loch reinschneiden. Ja, das halt da drin, ne? Geier Sturzflug. Warum ist keine schwarz-rot-goldene Fahne da? Ja, hatten keinen Platz mehr. Aber die europäische reicht uns, glaube ich, auch erstmal. Wir sind ja auch für den europäischen Bundesstaat. Das ist eben nicht alle unserer Follower immer so, aber wir stehen da ganz zu und feiern Europa eigentlich ziemlich. Woher wusstest du jetzt, wie viel er hat gesagt? Ja, 450 hat er gesagt. Ah, und jetzt wie viel Kakao? Wie viel Kakao brauchen wir denn, Julius? Wie viel Kakao? Ich lass dich da mal ran. 150 Gramm. Das darfst du mal machen, Georg. Gut, ist jetzt aber auch noch einfach zu rechnen. Ich glaube, dann wäre es jetzt richtig peinlich, wenn wir uns auch noch verrechnen. Ich glaube, das passiert. Erzähl weiter so lange. Ja, alles gut. Ich glaube, dann können wir, ihr könnt das Ganze mal so ein bisschen verrühren. Ja. Interessante Frage, die ich gerne mal in den Chat stellen würde. Was verrührt? Einfach einen Löffel, oder? Dann müsstest du deine Füße nochmal hochtun. Muss ich meine Füße wieder hochtun. So, perfekt. Ich fühle mich so ein bisschen wie in meiner WG. Ich bin in einer Sechser-WG. Ja. Tatsächlich in Göttingen. Und wir haben auch, also unsere Küche ist halt so ungefähr das kleinste Zimmer. Und das ist in so einer Sechser-WG, wenn man irgendwie versucht, was zusammen zu machen. Ja, durchaus immer eine Challenge. Ja, ist bei uns ähnlich. Also bei uns ist die Küche auch mit Abstand der kleinste Raum. Wenn wir dann also irgendwie noch gemeinsam was kochen wollen, wenn wir von der Party heimkommen oder sowas, dann habe ich einfach schon immer gesagt, so, geht euch hinlegen, schaut euch was an, ich koche euch mal schnell irgendwas. Also ich bin da, das kann ich tatsächlich. Die Gerichte, die man so nach der Party zu Hause noch isst, wenn man nicht schon unterwegs ein Döner isst, die kriege ich, glaube ich, sogar so gut hin, dass es... Ja, dass es schmeckt, zumindest. Guck mal, aber ich weiß nicht, konntest es gar nicht abwarten. Du laberst hier die ganze Zeit. Ja, ich mach schon mal was. Ja, wir haben noch Zeit heute, oder? Aber das funktioniert gar nicht so gut. Wenn da ein Loch zwischen dem Löffel ist. Wir können sonst auch hier den Schneebesen nehmen. Ich denke, Vivova sagt, sie kommt auch aus Bayern. Also hast du hier auch... Landsleute direkt mit vor der Kamera. Jörg, wo kommst du denn ursprünglich her, wenn ich Remscheid, NRW. Ah, okay. Bergisches Land. Nix Kohle, Stahl und so. Ne? Bist du das mal? Denken immer die Leute, NRW ist immer Ruhrpott. Ist aber gar nicht. Auch nicht Rheinland. Nicht nur Ruhrpott. Einfach Wald. Ja. Also, könnt ihr... groß ins Bergische, ne? Wenn da jemand zuguckt, welche Kamera auch immer gerade hier, dann ist da Bescheid. Sehr gut. Genau, schaut mal, sagt mal Bescheid, wo ihr so herkommt. Das interessiert uns generell, die ganze Zeit so ein bisschen. Vivova fragt, in wessen Wohnung seid ihr? Wir sind hier in unserer Streaming-WG tatsächlich. Also die gehört uns nur für 2 Monate. Die haben wir uns für 2 Monate gemietet, damit wir hier zusammen streamen können. Ah, NRW, München, noch mehr NRW. Also anscheinend sind wir hier nur unter NRW-WLAN. Ah, Niedersachsen. Gut, da fühle ich mich wieder zu Hause. Dann ist auch du kommst ja aus Göttingen, oder? Genau, ich komme aus Göttingen. Perfekt. Mecklenburg-Vorpommern ist auch jemand dabei. Hessen. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das sieht doch ganz gut aus, oder? Das sieht voll gut aus, ne? Aber es kommt ja keine neue Anweisung. Wir können es mal in die Kamera halten. Weiter. Ja, warte. Ich halte es vielleicht mal in die Kamera kurz rein. Die Kamera da so schräg so ein bisschen. Die hier schräg? Ja, Regie passt so, oder? Ja, sieht gut aus, oder? Wir können mal Bescheid sagen, ob man das aus dem Winkel sehen kann. Wir haben das nämlich jetzt nicht vorher getestet. Wenn nicht, dann probieren wir es nächstes Mal anders. Ich halte mal hier so ein bisschen links und rechts. Sieht das gut genug aus? Ich denke, man kann es sehen. Sagt mir Bescheid im Chat gerne. Und ich schaue mal, was überhaupt der nächste Schnitt ist. Wir schmelzen jetzt den Rest der Butter. Das okay, schon, perfekt. Ich rühre mal noch ein bisschen weiter. Würde dir aber schon mal die Butter rübergeben. Aha, Kai hat keine Lust, hier irgendwas falsch zu machen. Gib das einmal. Ich gebe dir mal ganz großzügig die Butter schon rüber, Georg. Ja, kannst du die vorher noch abbiegen drin. Oder so? Oder machst du einfach alles? Die kann so rein. Die kann aber direkt ohne so rein. Packung, ne? Ja, am besten ohne Packung. Schmilzt irgendwann sicherlich auch, aber... ich weiß nicht. Ja, wir du wolltest die Brownies anscheinend nicht essen. Vielleicht noch irgendwie sowas zum... Also mach mal die Beine da weg. Da würde ich dir das tatsächlich
Ah, ich will jetzt einen Löffel haben. Okay. So. Weißt du was? Nimm einfach mal die restlichen Löffel mit raus. Alles, genau. Ja, schade. Ja, jetzt will ich keinen mehr. Ich mache so. Auch gerne jedes Mal wieder die Beine hoch, aber das ist mir dann doch irgendwie zu sportlich. Mir wurde gesagt, ich darf hier rumsitzen, während ihr arbeiten sollt. So, während die Butter schmilzt, gleich müssen wir noch was mit den Eiern machen, aber das hat, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit. Genau. Vevova, ich bin Julius. Ich weiß, es ist verwirrend mit den Leuten, die hier sind, weil wir immer uns abwechseln. Aber ich finde es sehr, sehr cool, dass du so oft dabei bist und immer versuchst dazu mitzuschauen. Genau, aber nur, damit ihr Bescheid wisst. Aber da kommt bestimmt hier ein Müll, oder? Der Müll ist da an der Tür tatsächlich gerade. Dieser, das hängt da so ein bisschen. Ja, das ist ja auch eine Studenten-WG dann. Habe ich auch gleich gewusst, was man damit machen muss. Genau, super. Aber wisst ihr was, ihr könnt ja so ein bisschen... Wir müssen da ein bisschen umrühren, oder? Genau. Jetzt mach ich mal was. Wir schauen mal, ob wir die Kamera benutzen. Genau, dann könnt ihr mich nicht sehen. Aber weißt du was, Georg, fang du doch vielleicht einfach mal an. Wie bist du eigentlich zu diesem ganzen Thema Cannabis gekommen? Also wo hast du gemerkt, ey, das interessiert mich jetzt gerade voll und ey, da will ich mich eigentlich für einsetzen? Genau. Ja, also ich habe erstmal alles mögliche andere gemacht, politisch. War jung Kommunalpolitiker und so, bin direkt nach dem Abi bei den Grünen eingetreten, damals, 92. Da waren die noch voll cool und Avantgarde und so, ne? Und bin dann auch im Stadtrat zugange gewesen, als Fraktionsvorsitzender dann auch irgendwann, hauptberuflich dann, mit einer gewissen Ämterhäufung war das dann auch irgendwie möglich. Ja. Und habe die ganze kommunale Politik rauf und runter betrieben. Also irgendwann war ich in 4 Ausschüssen und 3 Aufsichtsräten gleichzeitig. Läuft. Und Bundestagsdirektkandidat für Remscheid-Solingen zum Beispiel, 98. Okay. Das heißt, die ganze Bundespolitik dann auch irgendwann durchleuchtet und so. Ne? Und Delegierter für Parteitage auch schon ewig gewesen. Insofern, ja, in jedes Thema mal reingeschnuppert. Und dann wurde irgendwann die Grüne Jugend gegründet in Remscheid und wir haben so ein paar Kampagnen gemacht. Und da war eben auch einmal Drogenpolitik dabei. Und da haben wir eben verschiedene Sachen gemacht zur Legalisierung und Smoke-In und eine Podiumsdiskussion und so. Ja. Und dann habe ich mich selbst angezeigt wegen Besitz von 4 Gramm Marihuana. Ah. Dachte, ja gut, wird halt dann eingestellt und so. Ne? Habe einen Brief an die Polizei geschrieben, ich habe halt die 4 Gramm zu Hause und will damit demonstrieren, was für eine unsinnige Polizeiarbeit damit zusammenhängt, ne? Im Vergleich zu dem Nachbarn, der seinen Schnaps da hat, wo gar nichts passiert ne? Und das bescheuert finde und das legalisiert werden soll. Ja. Auch als offiziell als Parteisprecher der Grünen war ich damals in Remscheid. Ja. Auf Briefpapier der Grünen gemacht und so. Ja. Und war halt ziemlich viel Mediengedöns dann da drumherum. Und die haben das nicht eingestellt, das Verfahren, ja, von wegen geringe Menge. Damals in NRW 10 Gramm. Da hatte ich so einen Staatsanwalt, der fand das ganz fürchterlich. Ne? Und der wollte unbedingt, dass ich vor Gericht komme und hat halt mich angeklagt. Erst wegen besonderem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung. Und das wollte der Richter nicht. Ne? Der hat gesagt, nee, komm, Freispruch ist wahrscheinlich, ne? Mach ich nicht. Dann haben die Beschwerde eingelegt beim Landgericht. Ne, und Landgericht hat gesagt, ja, Amtsrichter, du musst das machen jetzt da. Ne, Verurteilung ist ja wohl wahrscheinlich. Und dann musste derselbe Richter, der das gar nicht wollte, musste dann irgendwie das Verfahren gegen mich machen. Ja. Und musste mich auch irgendwie verurteilen, weil das Landgericht das gesagt hat. Ja. Und hat dann gesagt, 200 Mark Geldstrafe auf Bewährung. Okay. Die ich nie gezahlt habe, weil nie wieder was passiert ist. Ja. Aber ich habe da trotzdem bis zum Verfassungsgericht durchgezogen, weil ich das nicht eingesehen habe. Auch so eine Verwarnung nicht, weil die kriegt mein Nachbar mit dem Schnaps ja auch nicht. Ja. Ja, und damit haben die mich quasi ans Thema genagelt. Wer weiß, vielleicht wenn die damals einfach eingestellt hätten, würde ich vielleicht jetzt nicht hier stehen. Ja, aber cool, dass du dann dich auch einfach so dahinter geschnallt hast und gesagt hast, ey, das reicht jetzt irgendwie langsam. Genau. Genau. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich spannend finde daran. Ne? Also, wie gesagt, viele politische Themen gesehen, aber die meisten sind nicht so eindeutig wie Cannabis-Legalisierung, finde ich jedenfalls. Ne? Da hast du immer gute Argumente auch von verschiedenen Seiten. Ich habe auch immer Respekt gehabt vor Politikern anderer Parteien und so. Ne? Die haben halt auch eine nachvollziehbare Meinung oft gehabt. Ne? Und dann kann man sich halt aussuchen, welche einem dann am Ende besser gefällt, letztendlich. Das ist aber bei Cannabis nicht so. Ne? Da gibt es auf der einen Seite Argumente und Fakten und auf der anderen Seite gibt es Ängste und Befürchtungen und so und Nichtwissen. Ja? Ja. Einfach. Du musst Zeug im Kopf sozusagen. Ne? Je mehr man da einsteigt, je mehr man sich damit befasst, desto irrsinniger kommt einem das Ganze vor. Ja. Und das fand ich spannend. Ne? Ja, cool. Und man kann natürlich
gerade damals konnte man als Einzelperson da auch relativ schnell viel Einfluss gewinnen, ja, weil da nicht so viele Leute sich damit befasst haben, politisch. Ja. Ne? Ja. Bei den Grünen, wenn du da Klimapolitik gemacht hättest oder Verkehr, gut, da wärst du halt einer von ganz vielen gewesen. Ne? Und so da hat man doch so einen unique selling point sozusagen. Ja, das war schon interessant. Da bist du relativ schnell irgendwie doch im Spiel gewesen. Ja, cool. Übrigens, wir haben auch hier schon Grüße aus Wuppertal in die Runde von der Handverband Ortsgruppe Bergisches Land. Super. Die sind also gucken. Auch dabei. Ja, Bergisches Land, ja, super. Schön, dass ihr dabei seid und auch reinguckt, genau. Wer noch neu dazugekommen ist, einfach kurz für euch. Wir sind das erste Mal in der Küche heute. Es werden Brownies gebacken und wir sprechen über das Thema Cannabis mit Kai und Georg. Ist die Butter schon angebrannt? Die Butter ist fertig soweit. Also die dann ist stell die mal so ein bisschen vom Herd runter. Ich habe jetzt einfach mal ich drehe es einfach mal auf Null. Genau, dreh mal auf Null. Geben, ich lasse aber auf der Platte stehen, dass es ein bisschen warm bleibt. Dann Karamell ist auch cool, oder? Nee, das war zu warm. Also ich glaube, man sieht jetzt, dass wir nicht so oft backen. Naja, aber es ist auf jeden Fall flüssig da, ne? Nass. Ja, die Butter ist jetzt noch gut. So, jetzt geht's ans Rühren. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar nicht die Butter. Sondern als erstes brauchen wir 5 Eier. Die könnt ihr in der großen Schüssel. Mhm. Die müssen schaumig geschlagen werden. Also okay, wir haben ja den Schneebesen hier. Genau. 5 Eier einfach so rein, also nicht irgendwie Eiweiß, Eigelb trennen zum Glück. Wir wollen das ja nicht hier ganz, dass deine Eltern da nicht ganz enttäuscht von dir sind, Kai. Wobei, wie trennt man das eigentlich genau? Du musst dann genau, mit dieser Schale, ja? Machen. Ja. Eier, wir brauchen Eier. Ja, haben wir 6 da. Soll ich dich schon mal ein bisschen schlagen? Ja, wenn genau. Da dann machen wir es das so. Du machst die kaputt und ich schlag die. So, ja, der Schneebesen ist da. Super. Erstmal so rein. Das ist eigentlich auch egal, welchen ihr nehmt, genau. Georg, du kannst aber nebenbei mal fragen. Es gab inzwischen schon 3 Fragen tatsächlich. nach deinem T-Shirt. Ja. Wo bekommt man das? Die HV-Shop, Online-Shop, handverband.de und dann ist da so ein Button zum Shop. Tatsächlich hat Said, unser Moderator und Kampagnenreferent, gerade euren Link auch in den Chat geschrieben. Also, perfekt. Falls ihr das T-Shirt haben wollt, schaut es gerne einmal rein. Okay, du sollst das Shirt einmal in die Kamera zeigen. Welche? Die da, ja? Ja. Die da. Die? Ja, ich nehme einfach hier einmal, ne? Hier. So, jetzt müsst ihr auf die Küchenkamera umschalten, Sekunde. So, hier. Ja, jetzt wir sehen es von allen Seiten, wir sehen es von allen Seiten, genau. Ja, ja, alles klar. Wundert euch nicht, wir probieren es hier gerade erst noch aus, wie das in der Küche so läuft. Aber ich glaube im Moment, man sieht es ganz gut. Ansonsten schreibt bitte gerne mal in den Chat rein, wie es so mit den Kameras aussieht. Seht ihr alles, kriegt ihr alles mit? Ja, und ich glaube, dann würde ich dir raten, Kai, dass du gleich nochmal nach der Butter schaust. Ja, aber die sieht eigentlich sie verbrennt noch nicht, gut aus. Das ist doch gut. Perfekt. So. Dann, während du hier mal schaumig rührst, Georg, frage ich dich mal zwischendurch, Kai. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist Kandidat bei uns und unsere genau. Juli-Kandidaten hatten die Möglichkeit, hier auch so einen Pitch sozusagen zu machen, um einfach eine Idee einzubringen, was ich bei meinem Stream machen will. Und du hattest ja diese Idee auch. Also die kam ja nicht von uns sozusagen, du hast sie nach vorne gebracht. Warum hast du gesagt, ey, das ist das Thema, mit dem ich in die Streaming-WG von den Julis reingehen will? Ja, einerseits wollte ich natürlich ein Thema nehmen, das irgendwie interessant ist. Also wo man viel streiten kann, wo man viel diskutieren kann, wo aber auch eine gewisse Auswirkung erzielt ist, ganz klar. Aber warum mich dieses Thema politisch so interessiert, hat eigentlich im Grunde den gleichen Grund wie bei dir, Georg. Also, warst du auch im Stadtrat? Wir haben auf der einen... nee, im Stadtrat war ich nicht. Du hast schon angezeigt und vom Landgericht fast... Nein, okay. Nee, also zum Thema Cannabis und meinem eigenen Konsum, da sage ich immer das Gleiche, was ich auch zu meinen Eltern sagen würde. Selbst wenn es so wäre, ich würde es euch nicht sagen. Ja. Man hat ja auch ein Recht auf Privatsphäre, vollkommen eben. Fair. Ich rühre hier aber noch mal kurz. Oh, nee, das Schneebesen hast du jetzt. Gut. Dann nimm einfach so einen anderen. Nimm den da. Oder ja, wie auch immer. Wird schon passen. Ja, es ist aber so, dass ich auch durch meine Beschäftigung in der Politik, was man halt so ehrenamtlich immer ein bisschen gemacht hat, gemerkt habe, dass auf der einen Seite wirklich eine Ideologie steht und auf der anderen die sachlichen Argumente. Mhm. Also wenn ich halt in der CSU sage, ich möchte keine dritte Volksdroge und auf der anderen Seite stehen dann Argumente wie Jugendschutz, Qualitätssicherung und so vieles mehr, ich glaube, da können wir gleich nochmal intensiver drauf eingehen, dann denke ich mal, das ist ein
ein Zustand, der schon vor 30 Jahren hätte geändert werden sollen, aber jetzt erst recht natürlich bei der kommenden Bundestagswahl. Mhm. Absolut. Sehr cool. Auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut, dass der Pitch reinkam und wir fanden die Idee cool. Und Georg, natürlich auch nochmal danke, dass du überhaupt gesagt hast, ja, da habe ich auch Lust drauf und wir machen das hier irgendwie zusammen. Jo. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf den Brownie am Ende. Eben, wir sehen ja auch, wir sehen ja auch, dass das hier Bewegung reinkommt. Das bleibt leider, das wenn ich das hier so schaumig. Kippe, bleibt das nicht auf dem Boden. Ne? Das geht dann so mit. Jetzt wollte ich mal euch zeigen, ob das schaumig ist. Ich finde das voll schaumig. Mal hier, die ist ein bisschen geneigt, ja, hier, Zuschauers. Das ist schaumig, oder? Hin auf der Kamera. Geklappt hat? Ja? David, der hatte, glaube ich, noch nie so viel zu tun bei uns. Wie bei diesem hier. Ja, ich warte ein Momentchen. Ja, schaumt das? Sieht man das? Leftmark fragt. Ich kann ja hier so ein bisschen so. Und sieht man was, David? Ja, man sieht alles was. Klar. Das schaumt. Ist das reicht das? Ja, ich glaube, das reicht. Dann machen wir jetzt mal den nächsten Schritt. Und zwar. Wir brauchen auf jeden Fall als nächstes, das könnt ihr mal in dem Ding machen, 300 Gramm Mehl. Mhm. Da drauf. Mehl ist, hier, perfekt. Ja, genau. Ja, noch gerade eben kurz zum Thema hier, Verfassungsgericht, wenn du bis dahin gegangen bist. Da sehen wir auch gerade, dass da Bewegung drin ist. Also wir haben es ja nicht nur politisch, dass jetzt immer mehr Parteien die Entkriminalisierung oder Legalisierung fordern, sondern dass inzwischen auch immer mehr Gerichte, Amtsgerichte, ich glaube 3 sind es jetzt inzwischen, das Verbot von Cannabis für verfassungswidrig halten. Und da muss man vielleicht mal juristisch dazu sagen, wenn man einen konkreten Normenkontrollantrag, und dabei handelt es sich, wenn das Gericht es vorlegt, dann ist es nicht nur so, dass man vielleicht mal an dieser Norm zweifelt, sondern dann ist man wirklich der Überzeugung, dass diese Norm verfassungswidrig ist. Also selbst wenn wir es in der Politik nicht hinkriegen sollten, aber ich denke, dass wird früher oder später klappen, dann haben wir immer noch diesen Weg übers Bundesverfassungsgericht. Studierst du Jura? Ja, hat wirklich schon... Merkt man sofort. Es hat schon früh angefangen. Ich habe mit 7 damals angefangen, die drei Fragezeichen zu hören. Also diese Hörspielserie kennt ihr vielleicht. Weil er immer schon bei Jura, Recht und Gesetz erstmal, wollte ich natürlich am Anfang Detektiv werden, hat sich dann im Gymnasium so erhalten, weil einer meiner Lehrer tatsächlich Autor ist für die drei Fragezeichen. Krass. Und dann kam Recht, Gesetz und dann kam erst Jura und durch Jura dann auch das Interesse an Politik, weil wenn man sich dann mehr mit Gesetzen beschäftigt, dann sieht man halt auch, was eigentlich falsch läuft, wo Ungerechtigkeiten bestehen und dann muss man halt irgendwas dran ändern. Witzig. Wie viel müssen wir denn nicht vom Himmel, die Gesetze, ne? Wie viel müssen wir denn reintun? 300 Gramm. 300, gut, ich soll erstmal anmachen. Ich schaue mal noch so ein bisschen in den Chat. Ja, damit Sie, vielleicht kann ich in der Zeit noch was erzählen zu der Richtervorlage-Geschichte. Ne? Da haben wir ja auch die Ich würde noch kurz vorher die Frage in den Chat stellen. Was ist denn eure drei Fragezeichen Lieblingsfolge? Die will ich jetzt mal wissen. Müsst ihr noch beantworten. Ich habe nämlich ja eine Heimfahrt aus Berlin wieder, also vielleicht kann ich da in die eine oder andere reinhören. Ja. Jetzt aber, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, Richtervorlage. Das war unsere Kampagne von 2019. Da haben wir eine Mustervorlage gemacht für eben solche Richtervorlagen fürs Verfassungsgericht, für die Richter, die denken, ist verfassungswidrig, ich will das vorlegen und so. Richter Andreas Müller war der Erste, der das gemacht hat, ne, kennen wahrscheinlich die meisten, die sich für das Thema interessieren. Der hat auch auf der Grundlage unserer Mustervorlage gearbeitet. Mhm. Und ich denke auch die beiden anderen, ne, die, wobei Münster hat sich, glaube ich, einfach auf Müllers Vorlage bezogen, mehr oder weniger. Und er hat gesagt, ja, liebes Verfassungsgericht, guck halt da rein, ne, wir sehen das auch so und hat nur den eigenen Fall ein bisschen beschrieben. Und Pasewalk hat jetzt auch auf unserer Vorlage aufgebaut. Ja, da sieht man manchmal, wie lange solche Prozesse auch laufen. Mhm. Ne? Das ist jetzt 2 Jahre her, die Kampagne. Und immer noch kommen jetzt Gerichte an, die mit unserer Vorlage arbeiten und so. Da muss man echt Geduld haben manchmal. Ja. Ne? Also auch da Leute, die Leute da draußen, die dann auch vielleicht dafür gespendet haben und so. Ne? Ja. Kostet ja immer ein bisschen was, sowas. Ja. Die dann immer, ja, passiert ja gar nichts, ihr macht ja gar nichts und so. Ne? Ja. Und jetzt kommen auf einmal die ganzen Richter an. Und das ist doch Auswirkung unserer Arbeit dann. Ja, cool. Das ist doch super. Also ich glaube auch, das ist jetzt so ein Thema. Ich habe das Gefühl, also vor 4 Jahren, als ich Wahlkampf für die Julis gemacht habe bei der Bundestagswahl, war das noch irgendwie so ein krasses Thema irgendwie. Dann waren noch Leute überrascht, als man irgendwie dafür am Wahlkampf stand, Werbung gemacht hat. Wir haben so Longpapes immer, die wir verteilen. Mit dem ganz schönen Spruch, der dir bestimmt gefallen wird, grün rauchen, gelb wählen. Aber genau, das kam halt bei manchen irgendwie noch so, also die waren schon doch irgendwie so geschockt. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen so ein No-Brainer. Also ne, alle haben so, gerade junge Leute, sage ich jetzt mal, haben das irgendwie so angenommen und finden es eher richtig komisch, wenn man das irgendwie nicht legalisieren will. Ja, die Konsumraten sind halt auch gewaltig mittlerweile. Ne? Wenn du sagst, junge Leute, also irgendwo bei 24 ist, glaube ich, die Grenze.
oder 23 irgendwie, wo die Hälfte der jungen Leute Konsumerfahrung hat. Ja. Also Männlein, Weiblein, ja, die Männer ein bisschen früher, die Mädels ein bisschen später, die dann diese Grenze überschreiten. Auf jeden Fall im Durchschnitt, ne, alle zusammen sozusagen, ab 23 oder so haben die Hälfte Konsumerfahrung. Ja, das sind alles Straftäter oder was, ja, das ist einfach so lächerlich. Die waren alle in Amsterdam. Ja, unglaublich, echt. Genau. Okay, ich gehe mal so ein bisschen auf Fragen im Chat ein. Gleichzeitig müsst ihr aber weiter arbeiten, denn die Butter wird, glaube ich, auch nicht besser, ne? Ja, ich weiß nicht, wie lange braucht ihr denn, bis sie wieder fest wird? Nee, alles gut. Okay, dann gehe ich erstmal auf die Fragen ein, dann passt das hier. Ihr achtet einfach darauf, dass die geschmolzen bleibt. Und, ne? Ja, sonst kann man sie ja wieder anmachen, oder? Genau, schadet das der Butter, wenn man die wieder... Schadet das, wisst ihr das? Schadet das der Butter? Ja, wir haben doch sicher auch ein paar Kochbegeisterte hier im Chat. Das schadet nicht. Bah. Genau, drei Fragezeichen gab es jetzt hier in Verantworten. Ja, wunderbar. Kai, meinst du etwa den Marco Sonnleitner? Ganz genau den, ja. Okay, ja, das ist dein Lehrer gewesen. Der war mein Deutschlehrer, ja. Ach, witzig, okay. Und der hat einfach so das nebenbei gemacht, oder? Ich weiß nicht genau, wie er es macht, aber der hat im Grunde seinen Hauptberuf als Lehrer. Und ja, ich glaube, alle 3-4 Monate kommt ja überhaupt erst ein neues Buch raus. Dementsprechend, es gibt auch genug Autoren, hat man da, glaube ich, gewisse Zeit, aber ich glaube, das ist jetzt leider nicht mein Fachgebiet, wie die drei Fragezeichen-Autoren arbeiten. Fair enough. Genau. Ich gehe aber auch noch ein paar andere Sachen darauf ein. Tatsächlich ist das hier schon gerade angesprochen. Leftmark findet es interessant, dass Kiffende manchmal härter als sonstige Straftäter behandelt werden. Und Louis V. schreibt auch, dass sie oder er in einer WG gewohnt hat und wohl ein Mitbewohner dort gehandelt hat und tatsächlich am Ende 1 Jahr und 4 Monate Freiheitsstrafe trotz weißer Weste hatte, 2 Jahre Bewährung und die Polizei sogar gelogen haben soll vor dem Zeugenstand. Ja, es ist irgendwie, glaube ich, auch so ein ganz zentrales Thema, nicht nur was den Aufwand angeht, den die Polizei generell hat mit der Verfolgung der Täter, der Konsumenten, wie auch immer, natürlich auch der Händler. Aber was ist denn da so eigentlich der, sage ich jetzt mal, wissenschaftliche Ansatz gerade? Gibt es da irgendwie so Zahlen zu oder dass man so sagt, ja? Ja. Gibt Zahlen, ja. Ja. Also gerade wenn jetzt das Aufwand der Polizei, wir haben das mal ausrechnen lassen, 2018, ja, ein Jahr vor der Richterkampagnengeschichte da, vom Ökonomieprofessor Justus Haukapp, haben den mal sagen lassen, okay, was kostet denn jetzt das Verbot von Cannabis letztendlich mit Steuereinnahmen, die man sich entgehen lässt und Repressionskosten und so. Und bei der Polizei hat er gesagt, 1 Milliarde ungefähr, ne, so rund, kostet das uns pro Jahr allein der Aufwand bei der Polizei. Jetzt ohne die ganzen Gerichtskosten und ohne Gefängniskosten und so weiter, nur Polizei 1 Milliarde, ne, weil die machen halt 200.000 Fälle im Jahr wegen Cannabis. Ja. Und davon 83% gegen Konsumenten, gegen konsumbezogener Delikte, also kleine Mengen, die Leute besitzen, kleine Mengen, die sie einführen, kleiner Anbau nur für den Eigenverbrauch oder so. Ja, das sind 83% der Fälle, über 180.000. Ja, das ist eine Menge Holz, ne? Für nichts und wieder nichts, für irgendwas, wo niemand anderem geschadet wird. Das ist ja der Punkt eigentlich letztendlich, ne? Die schaden höchstens sich selbst, die Leute. Und die Polizei muss mit dem Quatsch da rumschlagen. Ja, was soll das? Und frisst ja auch Ressourcen. Also auch Polizisten sind ja manchmal so, dass sie halt auch einfach sagen, ey, warum muss ich das jetzt hier eigentlich machen, wenn gleichzeitig irgendwie rechtsextremistische Straftaten ansteigen, wenn ich irgendwie generell auch beispielsweise in der Cyberkriminalität mehr zu tun habe oder so weiter, dann frage ich mich. Genug ernsthafte auch, ne? Verbrechen, wo man gerne Polizei irgendwie am Start hätte. Ne? Auch jetzt, vor ein paar Jahren haben sie mal rumgejammert, sie hätten nicht genug Personal, um die islamistischen Terrorgefährder irgendwie zu überwachen. Ja. Ja, denen wirklich die ganze Zeit irgendwie hinterher zu rennen, auf Füße zu stehen, ist halt personalintensiv. Ja, aber dafür können sie 200.000 Strafverfahren wegen Cannabis machen oder was, ne? Ist dann wichtiger oder wie? Das gibt's überhaupt nicht. Das ist eine Prioritätensetzung, die man vielleicht mal überdenken sollte. Da würden wir uns auf jeden Fall auch mit dahinter stellen. Genau. Wollen wir mal weitermachen? Ja, mal gerne irgendwie was machen. Ja. So. Als nächstes müssen wir, jetzt wird's interessant, die geschmolzene Butter, dann gibt man sie abwechselnd mit dem Mehl und jetzt kommt's noch, pass auf. Wieder zurück. Abwechselnd noch mit einem Spritzer Zitrone. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, warum die da ist. Ich habe noch nie Brownies mit Zitrone gemacht. Dieses Rezept ist new. Aber muss spritzen. Ja, also wir machen so da so ein kleines bisschen rein. Mehl, Butter und Zitrone. Ja, und Backpulver.
anderthalb Esslöffel. Aber mach das einfach nacheinander. Okay, ja, vielleicht ich könnte es schon probieren, so dieses Backpulver in den Mund nehmen. Ein bisschen flockig ist das schon jetzt hier, ne? So. Sollen wir es nochmal reintun kurz? Ja, also, ja, wir haben ja ein bisschen Zeit heute. Es hilft ja nichts. So, drei oder so. Wir haben auch aus dem Chat noch keine Hilfe erhalten, ob man Butter mehrmals schmelzen kann. Leute, sind denn da eigentlich? Ist da überhaupt noch irgendwer? Oder? Hä? Wie viele Leute haben wir denn da am Zugucken jetzt? Ich habe gerade hier leider keine Info, wie viele Leute dabei sind. Ich kann das aber hier beim Chat nicht sehen. Genau, zählt euch mal. Ja, ich glaube, wir können aber die Zitrone in der Zeit schon mal aufschneiden. Ja, komm. Wenn wir hier auf die Butter warten. Spritzen, ne? Ja, wir sind ungefähr 50 Leute wohl. Da müssen wir dann nur noch reinmachen irgendwie, ne? Wenn die oder? Wir können sie halbieren und dann können wir sie so machen. Seid kreativ. Ja, gut. So, dass es gut schmeckt. Klingt schon irgendwie professionell, was du da sagst. Hat auch schon ein bisschen gespritzt, hat geholfen. Perfekt. Sehr gut. Aber das soll jetzt da reinspritzen, ne? In die Schüssel. Ja, da müssen wir alles abwechselnd machen. Stimmt, sorry. Fangt doch mit den kleinen Sachen sonst einfach an. Also wenn ihr ein bisschen Zitrone schon reinspritzt und das Backpulver anderthalb Esslöffel reintut. Wie viel soll da insgesamt rein? Anderthalb. Ja, gut. Aber das ist ja dann nicht so richtig abwechselnd, ne? Dann könntest du einfach essen. Wir haben noch Löffel. Hast du Glück, dass ich so viele Löffel da rausgeholt habe? Ja, zum Glück. Okay. Kann man schon abwechselnd so einen kleinen Spritzer. Ich spritze schon mal ein bisschen hier. Grüße an Kai von Johannes und Lugge. Ja, wunderbar. Grüße zurück. Die haben sich gerade erst eingeschaltet und es würde sie interessieren, ob wir Hashbrownies oder normale Brownies backen. Und außerdem liebe Grüße an den Ehrenmann Georg. Jo, zurück. genau. Ich sage das einfach nochmal kurz. Wir üben dafür, dass wir bald Hashbrownies backen können. Also es ist ja noch nicht legal, aber wir üben jetzt schon mal. Georg und Kai sind noch nicht so gut da drin, aber wir lernen heute ganz, ganz viel. Und ich glaube, das wird sehr köstlich schmecken. Mal was spritzen. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn ihr den Anfang vom Stream verpasst habt, den kann man ja auch nachschauen dann. Ja, also wir haben ja auf Twitch den dann noch immer zur Verfügung und auch auf YouTube. Also ich glaube, dann kann man den Anfang auch nochmal schauen. Die ist jetzt mal voraus, ob man da jetzt auch rühren soll, ne? Genau, nicht nur reinschmeißen. Ich glaub, jetzt ist es vielleicht auch einfach gut, wenn einer reinkippt und einer wieder rührt. Ich glaube, Brownies sind dafür gemacht, Teamarbeit zu haben hier, eindeutig. Man sieht dir noch das ein bisschen richtig. Butter hier? Hendrik FR1 sagt, Butter mehrmals schmelzen ist alles easy. Je nachdem, wann ihr das Ott zutut, vielleicht ein bisschen mixen. Manchmal eine Prise Muskatnuss dazu, macht seichter am Gaumen. Passt, würde ich sagen, passt. Also, weil ich natürlich so backtechnisch wieder weiß. Ich komme mal kurz auf die andere Seite hier. Ja, super, ich bin Linkshänder. So. Ne? Ja. Ist eigentlich, ja, ich auch. Super. Ah. So, ich streue das einfach mal so. So, Leftmark hat tatsächlich eine ganz interessante Frage gestellt. Das fände ich echt mal ganz cool. Was wäre eure Favorite-Koalition, wenn es um die Umsetzung der Legalisierung von Cannabis geht? Also ich glaube, das fände ich erstmal interessant, von dir beantwortet zu wissen, Georg, weil ihr seid ja auch mit Parteien in Kontakt und da wisst ihr auch beim Deutschen Handverband, okay, wer eure, sage ich jetzt mal, ne, Politik am ehesten mitvertritt. Was wäre da so deine Parteien, mit denen du dir vorstellen könntest, na, wenn die in der Koalition sind, dann könnte das passen. Grüne, Linke, FDP. Oh, das wäre eine interessante Koalition. Da taugt nicht hin von den Umfragewerten her wahrscheinlich. Da taugt nicht hin, weil die FDP sich immer so anstellt, wenn es um die Linken geht. Ja, ich weiß auch nicht, ob die Linken unbedingt mit uns in eine Koalition gehen. Ja, da kommt natürlich auf die Inhalte an. Ne? Du musst halt Kompromisse machen dann, aber eben nicht bei Cannabis. Danach hast du ja gefragt. Ne? Der andere Kram war ja jetzt mal egal. Vevova sagt Rot-Rot-Grün oder CDU will das ja nicht. Ich glaube, mit einer Ampel könnte man das aber auch hinbekommen. Also das kommt dann so ein bisschen drauf an. Ich kann mir sogar vorstellen, das ist halt so eine Frage der Verhandlungsmasse, ne? Wenn es irgendwie am Ende, im Moment sieht die CDU ja doch ein bisschen weiter hinten aus, aber es sind noch 3 Wochen, who knows. Wenn es doch zu irgendwie Jamaika-Verhandlungen kommen könnte, ist das natürlich auch eine Verhandlungsmasse. Ne? Wenn Laschet unbedingt Kanzler werden will und die Grünen und die FDP können sich bei dem Thema anständig durchsetzen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ganz gut, dass inzwischen genug Parteien das Thema aufgenommen haben. Und ich bin eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass da in der nächsten Legislaturperiode endlich mal was passieren kann. Das will ich auch. Ja. Das, möglichst wenig CDU auf jeden Fall im Spiel ist gut. Der Laschet hat geliefert, muss man sagen. Ne? Auf dem lagen alle Hoffnungen. Ja, das kann man so sagen, der hat geliefert. Also, Das ist doch der Rest vom Mehl hier rein. Ja, das kann man aber jetzt bald nicht mehr rühren hier, ne?
Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Butter, dann muss ich halt ein bisschen anstrengen. Ja, und dann, da kommt immer den Butter, großen, ja. Dann könnt ihr auch den großen Schneebesen nehmen. Und dann könnt auch langsam kann dann nämlich auch das Zucker-Kakao-Gemisch auch noch mit dazu. Auch noch? Da wird es ja noch fester. Ja, das wo ist die Maschine? Müssen wir zur Not, da kriegen wir das zur Not alles irgendwie hin, ne? So. Ja. Ich folge hier nur dem Ding. Sonst können wir mal kurz tauschen, dann rühre ich ein bisschen. Ja. Gerne. So. Guck mal, ich nehme eine Hälfte mit hier noch. So. Ja, der ist aber echt, der ist sehr dickflüssig, der Teig. Ja, ist die Butter nicht genug geschmolzen gewesen? Doch, hatten wir genug Butter? Also ich weiß nicht, Butter. Also laut Rezept schon. Hier stand 225 Gramm Butter und ich glaube, ihr habt jetzt da haben so wir ja viel Butter mehr, da Steht das denn im Rezept, dass man das per Hand machen soll? Echt? Eine Rührmaschine haben wir nicht, oder? Also ich kenne, also in meiner WG haben wir, glaube ich, keine Handrührmaschine und wir wollen hier auch ein bisschen WG-Feelings noch verbreiten. Wir hatten aber vor allen Dingen auch Angst. Ich sag ja, keine Handrührmaschine, genau. Ja eben, genau. Habt ihr gar nicht, weil das kein Mensch benutzt. Ne? Gleich irgendwie den Naja. Ja, aber ich glaube, du kannst dann schon mal das hier ein bisschen dazu tun. Ja. Hier von den Bauern. Ja, das soll ja auch alles rein, oder? Ja, genau. Das kann jetzt auch alles langsam rein. Das wird ja heftig. Ich mache das ganz langsam, ne, damit das nicht so anstrengend ist. Schauen wir gleich mal, ob wir das letzte Ei noch reinschmeißen oder stimmt, ob wir noch ein bisschen mehr Butter reintun. Ich will vor allen Dingen, es sieht so genial wir können ja aus, auch, was ihr da gerade macht. Das ist doch einfach nur feierlich. Haben wir Milch da? Weil die Milch kannst du ja auch immer noch reintun, oder? Ich glaube, wir haben keine Milch da, nee. Das wäre zu einfach. Das wäre eindeutig zu einfach. Wir müssen hier ja auch ein bisschen arbeiten, ne? Ich liebe meine Position hier gerade, einfach nur am Rand sitzen. Ich brauche gleich wieder irgendwas aus der Schublade unter dir. Ja, Vivova sagt, also Georg, du kriegst von mir nachher noch eine Umarmung, weil du super sympathisch bist. Die muss ich dir von Vivova weitergeben. Geht das auf Twitch? Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Ja. Oder ist das einer vom Backoffice da, von den Feen, die du erwähnt hast? Nee, das ist keiner von den Feen. Die Feen sind bei uns als Moderatoren gekennzeichnet, das würde ich dann sehen. Genau. Ja, aber es ist ein gutes Workout, was ihr heute hier macht, auf jeden Fall. So. Das ist doch nicht rühren, oder? Ist es noch halbwegs flüssig? Oder wie nee, eigentlich gar nicht mehr. Ist mehr halbwegs fest, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben noch Butter im Kühlschrank zur Not. Also wir können auch ein bisschen was schmelzen. Sollen wir das mal probieren? Du musst jetzt einfach so lange Eier da rein, bis das wieder geht, meinst du? Ja, wir haben nur noch eins. Also ich würde, wenn ihr ein Ei reintut, warte. Jetzt können wir vielleicht doch einfach mal. Dann würde ich das vorher hier kurz einmal, dass es schon ein bisschen geschüttelt ist, weil sonst kriegst du es, glaube ich, in so einer Flüssigkeit du denkst nicht mit. Hin. Ich probiere es. Ich gebe euch ja das Rezept. Im Zweifelsfall habe ich ja dann doch auch ein bisschen Mitverantwortung hier. Jetzt können wir das ja auch einfach nochmal unter den Wasserhahn halten, das Ganze. So ein bisschen Wasser schadet tatsächlich bei sowas, glaube ich. Siehst du? Zumindest so ein Esslöffel bestimmt, ne? Esslöffel sind immer gut. Man macht alles mit Esslöffeln beim Backen. Guck mal, wir haben hier noch mehr Löffel. Dann kannst stimmt, du den Zitronenlöffel nehmen. So. Ja. So. Habt ihr noch Tipps, wie man Brownie-Teig flüssiger machen kann, sodass er funktioniert? Dann bitte jetzt in den Chat schreiben. Kai wundert sich, dass Julius mitdenkt, schreibt Nero, weil da wäre jemand tief. Ich probiere es mal so. Aber ich backe hier ja nicht. Ich muss das Ganze ja nicht. Also brown ist das schon, ne? Oh, herrlich. Wir haben so. Auf jeden Fall am Ende zur Not auch noch mehr Butter. Tatsächlich. Ich glaube, ich würde tatsächlich schon mal in den Topf reintun. Und wenn wir sie dann nicht brauchen, dann ist ja auch gut. Also, falls irgendjemand nochmal die Frage stellen sollte, ob wir hier Hush-Brownies oder normale Brownies backen. Ich glaube, das zeigt erstens weder noch und zweitens zeigt das auch, dass es ganz gut ist, dass wir einmal üben, bevor die Legalisierung durch ist. Mhm. Dann können wir das nämlich richtig hinkriegen. Hey, cannabisrevolution.de. Schön, dass du dabei bist. Du bist auf jeden Fall im richtigen Stream und ja, der Chat ist offen. Wir gehen auch auf euch ein und ihr könnt gerne unsere Fragen stellen. Mit dabei sind heute Kai, unser Juli-Kandidat aus dem Allgäu und Georg vom Deutschen Hanfverband. Stellt also gerne eure Fragen. Okay, hier gibt's Tipps. Ja. Statt Eier kann man auch Apfelmus nehmen. Den haben wir jetzt gerade nicht da. Das wäre aber wenigstens eine vegetarische Variante. Sprudelwasser. David, ist noch was in der Flasche drin von dem Sprudelwasser? Oder haben wir hier irgendwas? Ja, ich habe mein Glas hier noch. Da habe ich noch nicht wirklich draus getrunken.
Euer Kollege, ich schmeiß mal hier den Rest von dem... Wir haben doch einen Kasten da noch, ne? Lass uns mal ein bisschen Sprudelwasser reintun. Ich tu mal vorher noch den Rest von dem braunen Pulverzeug da rein, ne? Dann haben wir zumindest das schon mal alles da drin, was so da rein soll, ne? So. Wir sollten vielleicht irgendwann auch mal abschmecken. So. Maximale Trockenheit, so. Ab jetzt kann es immer besser werden. Mit Sprudel. Ja, eben. Das können wir eh nicht mehr gebrauchen hier, ne? So, Sprudel, wer war das? Wie viel sollen da rein, ne? Ja, so ein bisschen. Also, Louis V. Ein bisschen. So ein bisschen, wir vertrauen dir jetzt. Ne? Das war auf jeden Fall ein bisschen, das ist, ne? Aber das ein bisschen ist auch relativ. Wie ist das mit viele, zu viele Köche verderben den Preis? War wahrscheinlich genau die richtige Idee, dass wir den Chat noch mit reingeholt haben. Wenn ich wir so, nicht so zur Butter umrühren sind. Na, ich tue noch ein bisschen da rein. Also, das wird auf jeden Fall cool. Cannabis, Louis, wie gesagt, nicht zu viel Wasser. Nicht zu viel Sprudelwasser. Ja, okay. Und CannabisRevolution.de fragt, ob jemand schon den von dem Film Cannabis als Medizin vom Medienprojekt Wuppertal gehört hat. Georg, hast du von dem Film schon gehört? Oh ja, ich glaube schon. Ja, kannst du uns was zu dem sagen? Nee. Ich glaube, das ist schon ganz schön lange her, kann okay. das sein? Cannabis, dann, okay, du bist Flo. Der Name ist aber echt cool, muss man sagen, deshalb wiederhole ich den sonst auch gerne. Aber Flo meint auf jeden Fall, den muss man gesehen haben, wenn man was in der Debatte zu sagen hat. Insofern, da gehe ich jetzt wieder. Insofern, Georg, gerade mal Glück gehabt. Da will auch jemand Beef. Louis, wie gesagt, auch, es sieht aber auch fast aus wie Beton am Schneebesen. Wir kriegen das hin, Leute. Glaubt an uns. Wir kriegen das hin. Es gibt kein Problem. Ich glaube, das soll wir kriegen das mit den Brownies auf jeden Fall. So ein bisschen flüssig ist es doch inzwischen. Ja, ja, das passt. Das wird dann auch schön saftig. Du kriegst jetzt auch noch ein bisschen Butter. Ja, das sieht auch total cool aus jetzt hier. Könnt ihr jetzt auch nicht sehen, ne? Aber. So, warte, Achtung. Jetzt macht das Chris Wuppertal fragt, apropos Ampel, wie stehen die Julis zur Gleichstellung von Alkohol und Cannabis im Straßenverkehr? Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich gerade echt überfragt. Doch, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Da habe ich nämlich neulich erst einen Antrag geschrieben. Okay. Und ich muss sagen, da macht der DHV sehr gute Arbeit, weil bei meinem Antrag, da habe ich bei der Recherche mich immer auf den DHV beziehen können. Mhm. Es ist nämlich so, wir haben ja bei Cannabis keine lineare Abbaukurve wie bei Alkohol, sondern es ist ungefähr so eine Halbwertszeit. Also ungefähr so geht diese Kurve. Das heißt, es kann sein, dass man am Abend einen Joint raucht, da hat man dann eine Konzentration im Blut von, ja, ich sag's mal grob, 100 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Das baut sich aber sehr schnell wieder ab. Und wenn ich jetzt nach 3-4 Stunden, sage ich jetzt mal, wieder Auto fahren möchte, dann ist es in ungefährer Weise eine Beeinträchtigung wie bei Alkohol mit 0,5 Promille. Mhm. Dann habe ich, ich sage es mal grob, 6 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum im Blut. Und das ist natürlich eigentlich noch okay. So, von der Beeinträchtigung ist es wirklich okay, dann kann man noch fahren. Wir haben allerdings aktuelle Grenzwerte von circa einem, manchmal auch 2 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Und weil wir eben nicht diesen linearen Abbau haben, sondern diese Halbwertszeit, haben wir dann eben nicht nur ja, statt 3 Stunden 6 Stunden, sondern wir haben teilweise mehrere Tage. Das heißt, wenn ich gar nicht mehr high bin, darf ich trotzdem nicht Auto fahren. Und da muss ich natürlich sagen, das muss schleunigst geändert werden. Denn ich finde, die Straßenverkehrsordnung und auch die ganze Gesetzgebung im Bereich Drogenpolitik, die ist ja dafür da, um den Straßenverkehr zu schützen und um die Menschen im Straßenverkehr zu schützen. Und beides wird damit nicht erreicht, sondern es werden im Grunde nur Kiffer noch mehr beeinträchtigt, als sie es ohnehin schon werden in der aktuellen Politik. Ja. Da habe ich ja gerade 2 Sachen aus meinem Heimatland NRW, die mich total nerven. Okay. Kann ich einerseits ein bisschen Eigenwerbung machen, nämlich die DAV-News sind gerade heute wieder online gegangen, ne, wie jeden Freitag um 4:20. Und da haben wir ein Zitat drin vom Justizminister von NRW, der in seinem Wohnort in Hückeswagen, ja, im Bergischen, bei uns um die Ecke, hat der gesagt, nach einem einzigen Joint ist man 1,5 Tage lang genauso gefährlich im Straßenverkehr unterwegs wie einer, der einen Alkoholvollrausch hat. Ja, das ist der größte Humbug in dem Zusammenhang, den ich seit langem gehört habe. Voll der Quatsch. Mhm. Nach ein paar Stunden ist man halt wieder nüchtern. Und so eine Beeinträchtigung wie bei Alkohol beim Vollrausch gibt es bei Cannabis gar nicht. Ja, da so die Erhöhung der Unfallwahrscheinlichkeit, das kann man ja alles ausrechnen, so mit Quotienten und so. Beim Vollrausch ist das viel höher bei Alkohol, als das bei Cannabis, egal in welchem Zustand, ist. Also total bescheuert. Und die zweite Story ist Bonn.
was ja auch NRW ist und nicht Ruhrpott nebenbei. Mhm. Und mit einer grünen Oberbürgermeisterin. Und die haben gerade einem Typen den Schein abgenommen, Führerschein entzogen. Der war unter ein Nanogramm. Der hatte 0,7, glaube ich. Also war auf jeden Fall nüchtern. Ja, das sagt die Verkehrsgrenzwertkommission. Das sagen alle Gerichtsurteile der letzten 20 Jahre. Ja, unter ein Nanogramm ist keine Wirkung nachweisbar. Deswegen haben wir ja ein Nanogramm. Mhm. Und die sagen, ja, nee, die Polizei hat aber gesagt, der hat da irgendwie bei den Tests auf der Straße war der nicht so richtig nüchtern. Obwohl der Arzt nach der Blutprobe gesagt hat, nee, super der Typ, ja, keine Ausfallerscheinung, nichts, ganz normal. Und dann haben die dem den Führerschein entzogen wegen einer Drogenfahrt. Also wirklich unglaublich. Okay. Ich glaube, der Teig ist soweit fertig, oder? Ja. Oder was müssen wir denn noch reintun, Julius? Nö, jetzt ist alles ja, durch. Das sieht schon recht teigig aus. Das jetzt hier aus, ja. Wir haben es dank eurer Hilfe retten können. Ja. Mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Aber du hast ja schon gesagt, du isst es am Ende nicht, also du hast das Problem dann nicht mehr. Nee, ich bin auch jetzt schon happy damit. Ne? Brauchen wir gar nicht mehr in den Ofen tun. Ist cool. Ihr könnt ja gerne mal probieren, wie es so schmeckt. Stimmt, wir müssen ja eh noch abschmecken eigentlich. Achso, ein bisschen Salz kann man noch reintun, theoretisch, aber steht nicht im Rezept. Ich muss übrigens sagen, wir waren echt optimistisch, dass wir dir halt am Anfang vom Stream gesagt haben, wir heizen jetzt den Ofen vor. Ja, sollte jetzt auf jeden Fall warm sein, ja. War ja gut. Aber erstmal Servus an 66 Leonard. Steht nicht im Rezept, aber würde ich immer machen. Also so eine kleine Prise. Ja, das reicht schon. So. Wenn er das machen würde. Wow. Ja, das ein richtiger Chefkoch hier. Mein Opa war tatsächlich Koch. Das hat hau rein. Der hat mir zwar nie beigebracht, wie ich Brownies zu backen habe, aber dadurch kommt es so ein bisschen in der Family vielleicht. Genau. Auf jeden Fall gibt es sehr viel Zustimmung im Chat zu deinen Beschwerden über die Zustände in NRW. Das zum Salz. Noch nicht, das kommt wahrscheinlich noch. Cola Trooper 2 feiert hier Party. Ja, wir haben hier eine Backparty auf jeden Fall. Es gibt eine Frage von 84784. Was hältst du, Georg, von der Drogenpolitik der Grünen in Baden-Württemberg? Ich würde mal generell sagen, der Regierung in Baden-Württemberg, das sind ja nicht nur die Grünen. Ja doch, aber da kann man schon auf die Grünen mal ein bisschen einschlagen. Ne? Das nervt mich total. Die sind jetzt in der dritten Regierungskoalition, dritte Mal Ministerpräsident. Immerhin haben sie jetzt überhaupt mal was gemacht, ne? Aber die ersten beiden Male ist ja gar nichts passiert. Die haben einfach genauso weitergemacht wie vorher. Ja. Schwarz regiertes Baden-Württemberg. Ja. Hoher Verfolgungsdruck, fast so wie in Bayern. Nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm wie Bayern, aber ähnlich. Ja, also wirklich, kommt vielleicht auch darauf an, welche Stadt. Ich habe da auch schon mal so eine total bescheuerte Verkehrskontrolle erlebt, ne, wo du auch denkst, was ist das denn hier? Ja. Und das ist einfach so weitergegangen unter grünem Ministerpräsidenten. Ja, geht gar nicht klar. Und wir haben auch schon mal eine Kampagne gefahren dann vor ein paar Jahren. Wo haben wir das erste Mal Plakate aufgehängt damals, ne, in größerem Umfang, also 60 oder was in Stuttgart. Auch die Grünen jagen Handfreunde, wie lange noch? Ja. Weil mich das einfach total geärgert hat. Ne? Das geht gar nicht. Aber andererseits muss man auch sagen, mir ist aber immer wichtig zu betonen, dass das nicht immer alles gleich ist. Dass nicht alle Grünen gleich sind, nicht alle einzelnen Politiker gleich sind. Ne? Es gibt so viele Leute da draußen, die immer sagen, die Grünen, ne, sind alles Kinderficker oder irgend so ein Scheiß. Ne? Oder, ja, was weiß ich, alle FDPler sind Zahnärzte oder so. Ne? Oder nur irgendwie Wirtschaftsmarionetten oder irgend sowas. Ne? Und da muss man halt wirklich gucken. Jeder Mensch tickt anders, jeder Landesverband tickt anders und so. Und der grüne Landesverband Baden-Württemberg ist halt nicht ein durchschnittsgrüner Landesverband. Das ist einfach so. Und jetzt haben sie es ja immerhin hingekriegt, da die geringe Menge mal anzuheben. Ne? Mhm. Das sind zwar immer nur symbolische Schritte, aber viel mehr haben die anderen ja auch nicht gemacht. Ja. Ne? Die Bundesländer können ja auch gar nicht so furchtbar viel tun. Nee. Da geht es ja wirklich um so ein Signal. Ne? Und wenn man das verstetigt gehabt hätte und diese Erhöhung der geringen Menge über alle Bundesländer hinweg immer wieder nachgekommen wäre und dann das nächste Bundesland wieder gesagt hätte, okay, komm, wir machen jetzt mal 20 oder 25 Gramm, ne? Dann wäre das Ganze in die richtige Richtung gelaufen. Ja. Ja, insofern, jetzt haben sie das mal gemacht, so einen Schritt, ne? Auch mit einer CDU-Koalition, muss man auch sagen. Ne? Ja. Die sind mit der CDU dazu gegangen und die CDU hat das mitgemacht, da letztendlich. Was auch nicht selbstverständlich ist. Aber die haben ja auch genug verloren gehabt. Da aber eigentlich, ne, das hätten sie schon in der ersten Legislatur machen sollen, weil ist eben Kompromiss. Ne? Ich meine, klar können die sagen, mit der CDU war das leider nicht machbar, die Legalisierung, ja, oder Modellprojekte meinetwegen mit Cannabisabgabe und so. Aber scheiß 10 Gramm statt 6, das muss ja wohl möglich sein, ja, als Kompromiss. Ja, aber jetzt haben sie es geschafft, naja. Ich fand es aber auch gerade sau interessant, dass du es auch gesagt hast, weil gerade, ne, als Julis erleben wir das
teilweise, glaube ich, noch mehr als die FDP, weil wir einfach auch mehr, also noch direkter, glaube ich, auch einfach diese Vorurteile konfrontieren wollen und einfach keinen Bock darauf haben, dass man halt immer so abgestempelt wird für irgendwas. Und ich finde es so krass, wie viele Vorurteile dann doch irgendwie noch dahinter liegen. Das ist auch das, was ich vorhin meinte mit der Bundestagswahl 2017, was man da teilweise sich dann halt anhören musste, weil man für die Cannabis-Legalisierung war an so einem FDP-Stand. Wenn gut, halt so irgendwie ein 80-jähriger Opa kam, der das irgendwie nicht verstanden hat, dann gibt man dem vielleicht auch jetzt nicht gerade die Long-Papes. Aber trotzdem ist es irgendwie so sau interessant, dass man, glaube ich, gerade mit solchen Themen, gerade anfangs, wenn die Debatte noch nicht so da ist, erstmal triggert, aber dass man das auch braucht und dass man, glaube ich, vor allen Dingen auch dafür auch Jugendorganisationen braucht, um diese Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Ja, wobei ich ja eigentlich finde, gerade Cannabis oder auch Drogenliberalisierung, das ist doch ein No-Brainer eigentlich für liberale Politik. Also das passt, hat auch gepasst eigentlich, ne? Also bevor die FDP aus dem Bundestag rausgeflogen ist, da war es ja wirklich eine fragwürdige Angelegenheit, ja, von wegen Besserverdienende und so. Das hat ja mit Liberalen nichts zu tun gehabt. Ne? Die sind verdient rausgeflogen, finde ich. Und dann haben sie sich ja in der Pause, die sie dann hatten, ein bisschen wieder darauf besonnen, ne? Ja, okay, was heißt denn eigentlich liberal? Ja. Ne? Was bedeutet denn das, liberale Partei zu sein? Ja. Und haben dann sich da auch wieder ein bisschen zurückbesonnen zum Teil. Und in der Zeit ist ja auch der Beschluss gefallen mit der Cannabis-Legalisierung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann sind sie verdient auch wieder zurückgekommen. Ja. Ich finde, Liberalität so an sich hat die Berechtigung, eine eigene Partei zu haben, sag ich mal. Ne? Das ist doch schön, danke. Aber ja. Das ist nicht wirklich durchgezogen. Ja? Die Liberalen hätten die erste Partei sein müssen, die gesagt hätte, ja, natürlich Cannabis legalisieren, eigentlich alle Drogen legalisieren, ne? Liberalisieren, die Leute nicht mehr verfolgen und so weiter. Dieser Skandal, den ihr da auf dem letzten Parteitag gehabt habt, genau um die Frage, ne? Wollen wir weiter alle Drogenkonsumenten außer Cannabis strafverfolgen, Polizei hinter denen herhetzen und so. Ja, was ist denn daran liberal, bitteschön? Ja, also liberal heißt doch, ne, der Kern der Gedanke ist doch, soll jeder irgendwie nach seiner Fassung glücklich werden, tun, was er will, lassen, was er will, solange er niemand anderem schadet. Ja. Regeln braucht man nur dann, wenn anderen geschadet wird. Genau. Und wenn das irgendwie sinnvoll ist und was bringt, so eine Regel. Ne? Sonst lassen wir das mit den Regeln. Ich denke, in der Drogenpolitik sind es immer kleine Schritte, so Baby-Steps, man tastet sich voran gegen ein konservatives Bollwerk, sage ich mal. Ja, warum gibt es denn in der liberalen Partei ein konservatives Bollwerk? Ja? Nein, allgemein in der Politik, die wir aktuell haben. Und ich denke, das ist jetzt einfach mal der wichtige erste Schritt, dass wir hoffentlich jetzt bei der Bundestagswahl die Legalisierung durchbekommen von Cannabis und können dann schauen, wie wir in der Drogenpolitik weiterverfahren und wie wir es ausweiten können. Also es wäre echt schön gewesen, wenn das, ne, das, was Georg gerade angesprochen hat, für alle Zuschauer, die vielleicht da jetzt nicht das genau wussten, also die Julis haben versucht, das sogenannte portugiesische Modell durchzusetzen beim letzten Bundesparteitag. Wir sind erst daran damit durchgekommen und dann gab es aber tatsächlich halt technische Fehler. Das ist immer so schwierig bei digitalen Parteitagen, das dann wirklich nachzuvollziehen, weil alle sitzen halt zu Hause vor dem eigenen Rechner. Wir haben uns da auch sehr geärgert, bleiben da aber auf jeden Fall weiter dran. Genau, ich muss auf jeden Fall eine Frage jetzt von Leftmark stellen, weil der sie, glaube ich, schon dreimal gefragt hat. Es tut mir leid, dass ich sie bis jetzt noch nicht weiter stellen konnte. Frage an Georg: Welche drogenpolitischen Sprecher der demokratischen Parteien findest du am besten, am coolsten? Das will ich nicht beantworten. Das will er nicht beantworten. Das tut mir leid, Leftmark. Ja, jetzt hast du die Frage dreimal gestellt. Ich würde jetzt aber die Gegenfrage stellen: Welche der letzten drogenpolitischen Sprecherinnen fandest du schlechter? Wie heißt der Komiker da von der Union? Aber es gab zwei von denen, ne? Pilsinger und Kraus. Der erzählt hat, er wäre in San Francisco gewesen und weil da Cannabis legal ist, hätte überall nach Pipi gerochen und die Leute hätten auf der Straße geschlafen. Absolut. Das fand ich schlecht. Ja. Das kann ich eindeutig beantworten. Ja, aber immerhin haben sie anscheinend zu dem Thema einen Sprecher, was andere Themen angeht, wie beispielsweise Queerpolitik oder so, da haben sie ja gar keine Sprecherfunktion. Also muss man dann auch immer schauen, wo man die Prioritäten hinsetzt. Aber die Union macht das ja manchmal auf eine ganz interessante Weise. Genau. Ja, wobei die, teilweise sind ja auch die Drogenbeauftragten dann irgendwie Sprecher der Parteien, Fraktionen, das ist manchmal nicht so ganz klar erkennbar. Ne? Immer wenn eine Partei die Drogenbeauftragte hat, sind die in der Fraktion recht leise. Ne? Da pushen die ja da irgendwie nicht dazwischen. Teilweise haben die dann auch SPD-Fraktionen, meine ich, zu Betzings Zeiten, als die Drogenbeauftragte war, gar keinen weiter benannt in der Fraktion dafür. Ne? War die das halt unfällig. Ja. Ja,
Und die haben ja auch reihenweise Blödsinn erzählt. Ne? Ich glaube, ich habe mittlerweile sieben Drogenbeauftragte an mir vorbeiziehen sehen. Ja, ja. Und das wurde immer schlimmer. Ist echt unglaublich. Man dann, jetzt kann es nicht mehr tiefer sinken. Ne? Aber irgendwie haben sie dann doch immer wieder hingekriegt. Ja. Ja, es ist auch, also es ist ja jetzt auch seit geraumer Zeit schon in CSU-Hand, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, die zwei, ne? Letzten beiden, genau, glaube ich. Letzten beiden. So. Und der erste, das war auch ein CSU. Ich glaube, bei Drogenpolitik allgemein, da hat man bei der CDU-CSU immer schon sehr spezielle Ansichten. Ich war weg vom Thema Cannabis kurz. Pilsinger hat bei der CSU nämlich gefordert, dass man doch das Rauchen in Shisha-Bars verbieten sollte. Ja, auch super. Und auch Shisha erlaubt, aber nicht mehr rauchen. Also es gibt tolle Forderungen in der Drogenpolitik von der Union. Das sieht man hier eindeutig. Tolle Leute, die da voll dahinter stehen. Lass uns mal weiter Brownies backen. Sagen, ja, und zwar der Teig ist soweit fertig. Ich mache hier nichts. Ihr könnt loslegen. Merke ich. Ich habe gerade schon kurz abgeschmeckt und das ist eigentlich ganz gut. Ja? Erzähl mal. Einfach nur da drauf jetzt. Also wenn es flüssig bleibt, können wir auch den Teig essen. Ja, dann ist es so eine Art Schokopudding mit Sprudelwasser. Das ist doch auch gut. Da haben wir irgendwie so eine Spachtel. Ja, perfekt. Ja. Alles also. Da, alles dabei. Paxel 25 seit Kai Fackler, Fußballgott. Du spielst Fußball? ich habe meine ganze Jugend jetzt immer Fußball gespielt. Aha. Deine ganze Jugend. Ich bin jetzt in den Herrenbereich übergetreten. Nach Ende der A-Jugend, so klarzustellen. Ja. Ganz genau. Und jetzt habe ich es durch den Wahlkampf in letzter Zeit nicht mehr geschafft zu spielen. Ich will aber auf jeden Fall wieder weitermachen. Dank Corona haben wir jetzt so eine Sonderregelung bekommen, dass die Leute. Ich halte das schon mal so ein bisschen dahin, kannst du weiter. dass die Leute, die in den Herrenbereich übergetreten sind, aber jetzt noch nicht so viel da spielen konnten, auch noch in der A-Jugend aushelfen können. Das heißt, das kann ich dann auf jeden Fall auch machen. Und da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Ja, also meine Mannschaft ist wirklich eine der coolsten, die ich kenne. Gut, ich kenne jetzt auch nicht so viele andere, aber da freue ich mich auf jeden Fall wieder sehr drauf. Ja, kommt schon wieder. Sehr nice. Cola Trooper. Ich wollte nur mal die Leute mitnehmen. Das so sagen, bei unserer Experience. Perfekt. Es gibt auch noch eine Frage. Aber es lässt sich ganz gut verstreichen. Es gibt auch noch eine Frage an dich, Georg. Jo. Wie stehst du denn zur Legalisierung von anderen oder allen Drogen? Das schnitt ja gerade schon an. Finde ich richtig. Findest du richtig? Ja, ich glaube, da könnten wir uns als Julis auf jeden Fall. Da muss ich nur einmal umschalten bei der Frage, ne? Von Handverband, Sprecher. Da bin ich in der Funktion und überhaupt bei der Arbeit beim Handverband und so weiter, was der Handverband macht und so weiter, geht es natürlich um Cannabis, logischerweise, heißt ja auch so. Aber ich bin ja auch Mitglied in diversen anderen Netzwerken, zum Beispiel Schildower Kreis oder... Was ist das? Das ist so ein Fachleute-Netzwerk gegen Prohibition, ganz grob gesagt. Ja. Also alle möglichen Leute drin, Sozialwissenschaftler, Kriminologen, Ökonomen und so weiter und so fort. Die halt aus allen unterschiedlichen Sichtweisen gesehen haben, das funktioniert nicht mit der Prohibition, das ist schädlich und das müssen wir aufhören einfach. Ne? Und im Grunde sind die Auswirkungen bei manchen anderen Substanzen ja sogar noch schlimmer als bei Cannabis, wo wirklich Leute dann auch sterben durch Prohibition im Prinzip, was bei Cannabis zumindest selten sein dürfte. Ne? Vielleicht weiß man nicht, Streckmittel und so, ne? Ob da auch schon Leute gestorben sind, irgendwie, die nicht in irgendwelchen Statistiken auftauchen. Aber bei anderen Drogen, die halt irgendwie... klischee-mäßige Straßenjunkies und so was, ne? Die sterben ja häufig entweder an Krankheiten, die durch geteilte Spritzen in diesem ganzen Szeneumfeld irgendwie passieren, ne? Anstatt dass man da irgendwie saubere Bedingungen hat. Ja. Oder Überdosierungen auch, weil der Schwarzmarktstoff unberechenbar ist und dann auf einmal eine höhere Dosierung da drin ist und dann verrecken die halt irgendwie. Wenn da mal eine stärkere Charge in der Stadt unterwegs ist, können auch viele auf einmal sterben, einfach wegen Schwarzmarktbedingungen. Ne? Genau, weil es halt keine Kontrolle gibt, weil es keine Schutzräume gibt, weil es keine, ja, auch irgendwie Betreuung, Beratung, sage ich jetzt mal, gibt, aber ne, das ist einfach, es ist alles, es findet alles im Hintergrund statt und natürlich kann man da nicht sicher sein, dass es am Ende gut geht. Und ich finde eben auch das Thema mit der organisierten Kriminalität wirklich wichtig. Ja. Und ziehe mir auch gerne so Serien rein wie Narcos oder was, ne? Kolumbien, Mexiko und so. Und gleichzeitig die ganzen Nachrichten. Ne? Also seit 20 Jahren recherchiere ich jede Woche ausführlichst irgendwie über Drogenpolitik und was da so irgendwie passiert ist in der Welt. Und das ist realistisch, diese Serien. Ja? Klar, ein bisschen irgendwie auch Spannung gemacht und so, aber... So, ich zeige jetzt mal kurz noch den Teig in die Kamera. Ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. Ja, chefkoch.de. Jawohl. Ich würde sagen, hier... Ich stehe wieder zurück, schütteln. So, wunderbar. Ne? Wenn das hier nicht ein Erfolg ist... Also, würde ich auch sagen. Ja, tut es mal in den Ofen. Tun wir es da rein, Ich stelle mal einen Timer auf 15 Minuten. Drei. Oh,
Ja, da so drauf, da passt das. Ja, wir haben da noch ein anderes Blech drin. So, jetzt. Auch rein. Einfach, achso, oder aufs Gitter. Wunderbar. Ja, so passt es auch. Bam. Perfekt. Sehr gut. Warte, ich stelle mal kurz einen Timer, dass wir das Ganze nicht vergessen, wenn wir gleich reden. Weiterreden. Wie lange jetzt soll das da rein? Viertelstunde. Steht im Rezept. Keine Ahnung. Das ist gut. Im Rezept stand aber auch. War da auch kein Sprudelwasser drin. Aber wir kriegen das schon hin. Genau, es gab auch schon wieder Nachfragen. Erstmal, Chris Wuppertal fragt, Fachgeschäft, Eigenanbau, Apotheke, Social Club. Das war auch, glaube ich, eine Nachfrage an dich, was alle Drogen anging. Ganz, ganz einfache Frage, einfach mal so kurz, kurz zum Beantworten für alle Drogen. Aber vielleicht hast du ja also, trotzdem... Also ich glaube, für die meisten wären Fachgeschäfte geeignet. Ja, okay. Also letztendlich muss man ja immer überlegen, ne, wenn man das jetzt wirklich so mit diesem wissenschaftlichen Anspruch sich überlegt, man könnte ja sagen, man macht das nach Gefährlichkeit. Also je gefährlicher die Droge ist, desto größer sind die Zugangshürden. So wie bei Heroin jetzt zum Beispiel. Ne? Ich sage immer gerne, Heroin ist legaler in Deutschland als Cannabis. Weil man zumindest die Möglichkeit hat, nach Modellprojekt übrigens, ja, da haben vor vielen Jahren 7 Städte 1000 schwerstabhängigen Leuten Originalstoff gegeben. Mhm. Diamorphin wird dann immer gerne so verschwiemelnd gesagt, aber das ist halt Heroin. Und das waren gute Ergebnisse und dann hat der Bundestag abgestimmt, auch so eine Art kleine Legalisierungsabstimmung mit Gewissensentscheidungen, auch kein Fraktionszwang und so. Und die hatten eine Mehrheit dann für eine ganz normale Originalstoffverschreibung. Nur, dass die halt die Regeln so krass eng gezogen haben, dass das kaum ein Arzt macht und dass das kaum ein Abhängiger macht. Und das wären halt extrem harte Bedingungen für eine sehr, sehr gefährliche Droge. Ja. Aber wenn man jetzt diese Gefährlichkeit sich anguckt, da gibt es ja verschiedene Untersuchungen zu. Die bekannteste ist David Nutt aus England. Da ist nicht viel was Gefährliches als Alkohol auf dem Markt. Das ist die gefährlichste Droge, die wir überhaupt haben, die in größerem Umfang konsumiert wird. Und ausgerechnet die haben uns ausgesucht, die legal zu machen. Mhm. Ja, also wenn das der Standard ist, den wir gesetzt haben, da müssen wir wirklich sagen, ja komm, also mindestens Fachgeschäfte für alles andere ja, oder Alkohol halt auch drastisch einschränken. Ja. Was ich übrigens auch sinnvoll fände, zumindest auf Fachgeschäfte zurückzugehen bei Alkohol und eben nicht das an jeder Tankstelle, an jedem Kiosk, in jedem Supermarkt zu verticken und so. Das ist ein Stoff, der macht sehr stark abhängig. Also manche Leute jedenfalls, natürlich nicht alle, aber die drauf sind, ja, die haben echt riesige Probleme, da wieder runterzukommen. Du hast auch einen drastischen körperlichen Entzug, was bei Cannabis ja zum Beispiel überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Und da muss halt nicht sein, dass ich beim Einkaufen im Supermarkt, wenn ich mein Lebensmittel kaufe, jedes Mal an so 10 Meter Weinregal lang Lauf und an der Kasse nochmal irgendwie den Schnaps irgendwie reingedrückt kriege. Ja, das finde ich am schlimmsten sogar. Ja, geht gar nicht. Weil man kann ja schon mal sagen, okay, ich will jetzt einkaufen und dann nehme ich mir einen schönen Wein mit, vielleicht sogar nur zum Kochen. Das kann ich noch verstehen. Klar, es ist dann natürlich einfach dieser Reiz da. Aber was ich besonders krass finde, natürlich aus marketingtechnischen Gründen klug, aber es sind einfach diese kleinen Schnapsflaschen an der Kasse, weil im Grunde da zielst du nicht mal darauf ab, dass irgendjemand sich das kauft, weil er es jetzt genießen will, sondern da zielst du spezifisch darauf ab, ich möchte diesen Alkohol da hinstellen, damit irgendjemand, der vielleicht ohnehin schon am Rand zur Sucht steht, sich den jetzt noch mitnimmt und trinkt und damit mache ich dann mit so einer kleinen Flasche auch noch einen riesen Gewinn. Damit sacken sie nur die Leute ein, die bis dahin geschafft haben, irgendwie keinen Alk sich irgendwie in den Einkaufswagen zu stellen. Ja, wobei da würde ich trotzdem auch sagen, da können wir, also so sehr das auch ein Problem ist, glaube ich, auch einfach vom Bewusstsein her. Ich glaube, dass vielen in Deutschland, die tatsächlich alkoholkrank sind, einfach das nicht bewusst ist. Und das ist eigentlich eher das Problem. Ja. Bei den Fachgeschäften. Genau. Ne? Ich sage ja auch nicht, die sollen das nicht kriegen, die sollen da nicht drankommen. Ja? Ich will meinetwegen auch viele Fachgeschäfte, dass man jetzt nicht 20 Kilometer fahren muss, aber es soll eine bewusste Entscheidung sein. Ja? Absolut. Ich will jetzt eine psychoaktive Substanz konsumieren und ich gehe extra in den Laden, um mir das zu kaufen. Ja, wunderbar. Aber nicht so mitnahmemäßig. Aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt, also da gibt es ja mehr als genug Wege, wo auch an anderen Orten Alkohol getrunken wird, wo man dann halt schauen muss, eher wie kann man auf die Eigenverantwortung von den Konsumenten mit eingehen und wie kann man da eine andere Lösung finden, weil du wirst ja jetzt nicht durchsetzen können und da wäre ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, absolut nicht dafür, dass man irgendwie auch den Biergärten verbietet, da nur wenn man als sozusagen Schutzraum fungiert, dass man da nur Alkohol konsumieren kann. Absolut, aber ich finde ganz wichtig ist einfach diese Information, also dieser
verantwortungsbewusster Konsum. Man muss nicht unbedingt sagen, wir schränken jetzt alle Konsummöglichkeiten ein, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, die was trinken, was rauchen, halt darüber informiert sind. Und ich finde echt krass, wie leicht eigentlich das theoretisch gehen würde. Da gibt es auch eine relativ bekannte Studie aus Kanada. Im Yukon wurde damals nämlich auf Alkohol, Schnapsflaschen etc. Einfach nur ein kleiner Informationshinweis geschrieben. Also nicht mal irgendwelche abschreckenden Bilder, wie es jetzt bei Zigaretten der Fall ist, sondern einfach nur eine Information, Alkohol erhöht das, ich glaube, Bauchspeicheldrüsen, Krebsrisiko um so und so viel Prozent. Und das Bewusstsein der Bevölkerung für genau diese Gefahr ist dann, ich glaube, innerhalb von 3 Monaten um 25% nach oben gegangen. Das heißt, wir haben im Grunde schon leichte Wege, wie man sowas machen könnte, wo man jetzt nicht unbedingt sagen muss, wir verbieten den kompletten Verkauf in Supermärkten. Deutschland ist ja auch ganz weit hinten, was jetzt so Werbeeinschränkungen angeht und so. Ne? Werbung für Drogen würde ich zum Beispiel auch komplett nicht zulassen einfach. Ne? Vielleicht in Fachmagazinen noch oder so, wenn ich Leute da Leser habe, die das sowieso konsumieren, ne? Wo es dann tatsächlich um Markenwettel geht oder so. Aber in der Öffentlichkeit irgendwie Werbung für Drogen, das finde ich nicht richtig. Das sehe ich aber auch anders. Ich glaube, da ist es auch eine ganz andere Frage, weil sobald so ein Thema wieder so tabuisiert wird, auch gesellschaftlich, auch dann mit so einer, auf diese Art und Weise, hat man auch eben die Gefahr, dass es dann beispielsweise Leute sich irgendwie vielleicht im Internet informieren, wo es ja nicht nur Seiten gibt, die, sage ich jetzt mal, wirklich die richtigen Informationen und die wichtigen rausspielen. Zigarettenwerbung, die da rumhängt, ist dann eine richtige Information? Absolut nicht, aber das ist ja eher die Frage, dass es ein Tabuthema ist oder ob es ein Tabuthema ist und man gar nicht drüber redet, dass es gar nicht im Gesellschaftsleben Leben auftritt und man sozusagen so tut, als würde es gar nicht existieren. Jetzt alles, wofür es keine Werbung gibt, ist ein Tabuthema? Viele Sachen, absolut. Nicht, oder vielleicht nicht mal umgekehrt, alles, wie sieht es denn bei euch aus? Ja, wenn man das rein faktisch, ne, von dieser Gefährlichkeits-Rankings-Geschichte her sieht, wie würdet ihr denn jetzt zum Beispiel Ecstasy regulieren? Ja, mit Konsummöglichkeit vor Ort und so weiter, Werbung? Also ich glaube, dass man bei Werbung da schauen müsste. Ich glaube auch, dass es, da muss ich sagen, kenne ich die Beschlusslage gerade bei uns nicht gut genug, um zu sagen, da wollen wir dann auch auf jeden Fall Werbung dabei haben. Wir setzen uns da aber für Schutzräume ein, in denen das eben konsumiert werden kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Raum, wo das am besten möglich ist und wo man dann auch sagen kann, okay, wir haben eben eine Kontrolle, die aber gleichzeitig eben auch die Selbstverantwortung zulässt. Ja, man muss, denke ich, auch immer schauen, wie konsumiert wird. Also jetzt bei Ecstasy würde ich sagen, das ist ja tendenziell eine Partydroge, die ich nehme, wenn ich auf eine Party gehe. Das heißt, man kann jetzt vielleicht so einen Schutzraum nicht mehr unbedingt durchführen. Es ist sicher eine Option für diejenigen, die wirklich süchtig sind, die ohne diesen Stoff nicht mehr können. Das gibt es nicht. Also Ecstasy-Abhängige gibt es praktisch nicht. Und da musst du dann schauen, also der erste Schritt ist auf jeden Fall die Aufklärung, die Information, dass die Leute die Risiken abschätzen können. Und wie man dann weiter fortfährt, muss man wirklich dann sich nochmal genauer anschauen. Mhm. Konsummöglichkeit vor Ort finde ich auf jeden Fall auch wichtig, ja. Weil nicht so wie die USA, wo die Gras verticken und weiß gar nicht, wo du dann konsumieren sollst, weil das ja auch was Kulturelles hat. Ja? Man muss ja auch mal anerkennen, dass das auch positive Seiten hat für die Menschen, die halt Substanzen konsumieren. Genauso wie Alkohol, ja, Oktoberfest wird als großes Kulturevent irgendwie gefeiert. Ja, meinetwegen ist das halt Alkoholkultur, ne? Aber es gibt genauso eben auch eine Coffeeshop-Kultur. Und eben auch eine Technokultur oder so, ne? Jeweils mit der eigenen Droge, und ist ja okay so. Und je kultureller und ritualisierter das ist und bewusster dann diese ganze Party mit Konsum irgendwie stattfindet, desto geringer sind auch die Probleme, dass die Leute das irgendwie wie Smarties die ganze Zeit irgendwie nehmen. Ja, nee, glaube ich auch. Ich gehe trotzdem einmal, wir haben jetzt inzwischen so viele Kommentare hier bekommen. Erstmal, Vivova schreibt, dass der Stream heute echt interessant ist. Kuss an uns drei. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Es gibt eine Frage, die ein bisschen off-topic ist. Ich will sie trotzdem kurz adressieren von Leftmark. Frage an die Julis. Würdet ihr, wenn es nötig ist, was mit Solid zusammen machen? Zum Beispiel gegen die JA oder JU. Tatsächlich interessant, dass du die beiden Fragen zusammenstellst. Wir arbeiten als Julis grundsätzlich mit den demokratischen Jugendorganisationen zusammen. Das bedeutet für uns, das sind die Jusos, die Grüne Jugend und die JU. Wir arbeiten aber auch themenspezifisch mit Solid zusammen. Das ist aber bei uns eine Frage, wo wir sagen, wo ist das eine Sache, wo wir uns sicher sein können, dort sind wir auf der gleichen Beschlusslage. Und wo können wir das gemeinsam vertreten? Eine Sache, die wir von vornherein sowieso schon immer ausgeschlossen haben, ist, dass wir mit der jungen Alternativen absolut nicht zusammenarbeiten. Also das würde nie passieren, da würde auch keine Überlegung passieren, ob das irgendwie mit der Beschlusslage oder so passt. Mit einer antidemokratischen Organisation wie der JA wollen wir nichts zu tun haben. Das nur hoffentlich
beantwortet deine Frage. Also vereinzelt gibt es auch Zusammenarbeit mit Solid, immer wieder bei einzelnen Sachen. Ich glaube, auch bei Cannabis gab es das sicherlich schon mal auf lokalen oder Landesebene, dass das passiert ist. Bundesebene habe ich gerade nicht im Kopf, aber das ist immer eine Frage des Themas sozusagen. Ich finde das von daher auch eine spannende Frage, welche letzten 4 Jahre im Bundestag gesehen habe, wie Grüne und Linke bei Drogenpolitik zusammengearbeitet haben, gegenseitig ihren Anträgen zugestimmt haben und so. Und die FDP scheinbar Fraktion so eine Grunddirektive hatte, ja, linken Anträgen wird grundsätzlich nicht zugestimmt. Nee, das stimmt aus, aber nicht. Ne? Jedenfalls mein Eindruck in der Drogenpolitik, da kann ich gar nicht sagen, ob das woanders auch so war, aber dann wurde immer das Haar in der Suppe gesucht, ne? Und also, wurde jedenfalls nicht kooperiert, wie die anderen beiden das gemacht haben. Also die Grünen und die Linken und die FDP haben tatsächlich in der Legislaturperiode jetzt einige Anträge immer zusammen nach vorne gebracht. Das finde ich ja beruhigend. Ja, in der Drogenpolitik, kann es sein, dass es nicht war. Da hat die FDP auf jeden Fall aber auch eigene Anträge mit reingestellt. Da weiß ich nicht, wie die Zustimmung von den Grünen und von den Linken da dann ausgesehen hat. Aber in der konstruktiven Opposition zusammenarbeiten, das ist vielleicht auch für Left-Mark dann interessant. Das hat, glaube ich, auch gut geklappt und war bei einigen wichtigen Themen, wo die Regierung einfach auch kontrolliert werden musste, wichtig, dass man das gemacht hat und dass man da gesagt hat, hey, das ist ein Thema, wo wir mal alle zusammen drüber reden müssen. Genau. Ja, und ihr seid ja auch nicht die Alt- FDP. Nee, wir sind nicht die Alt-FDP. Es ist aber bei jeder Partei irgendwie so, dass die Jugendorganisationen, die sollen immer so ein bisschen Schwung bringen. Dafür sind wir, glaube ich, da. Wir sollen ja die neuen Ideen reinbringen. Das ist mehr oder weniger unser Job. Macht ja auch Spaß und dementsprechend kannst du, glaube ich, keine Jugendorganisation direkt auf eine Stufe dann mit der Altpartei setzen. Das ist ja immer mein Sagen. Ne? Das ist ja ein Unterschied. Finde ich aber auch extrem cool dann nochmal. Die Julis waren ja auch treibende Kraft bei dem Cannabis. Bei Cannabis, ja, gar keine Frage. Auf jeden Fall. Das finde ich aber nochmal explizit dann cool, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht in eine Partei eintreten, weil es irgendwie diese Prozesse halt nicht sind, die einem Spaß machen. Ja. Aber man sagt, man möchte sich trotzdem politisch engagieren, dann sind, glaube ich, die Julis, aber auch die anderen demokratischen Jugendorganisationen eine echt gute erste Adresse. Ja, also ich bin 2 Jahre Mitglied der Jungen Liberalen gewesen, bevor ich irgendwie auch überlegt habe, in die FDP einzutreten. Das ist, glaube ich, einfach ein cooles Umfeld, weil man Leute, ja nicht nur Leute im gleichen Alter trifft und irgendwie, man hat ja anscheinend so halbwegs das gleiche Interesse, wenn man sich da irgendwie bei einer Veranstaltung oder so trifft, aber es ist halt auch irgendwie ein... Es riecht fast gut gerade. Von den Themenschwerpunkten so das, was... Ne? Also dann geht es halt auch beispielsweise um Drogenpolitik. Es geht halt auch um Themen, die einfach eher unsere Generation interessieren und das macht dann schon manchmal eher Sinn. Wie ist das bei euch so bei der Mitgliederzahl beim Deutschen Handverband? Habt ihr auch so viele junge Mitglieder oder das könnt ihr diesen Ausbau fehlen? Das erhebt ihr nicht. Ja, das erhebt ihr nicht, okay, ja. Das ist sozusagen. Also, wenn ich so die Namen durchscrolle, ja, wir haben offensichtlich einen relativ hohen Männeranteil. Aha. Das ist so eine Sache, die mich was stört, aber das ist irgendwie ein durchgehendes Phänomen in der Drogenpolitik. Das war immer schon so in allen Bereichen. Okay. Das ist auch bei unseren Followern zum Beispiel so. Ne? Also YouTube, Facebook, da kriegst du ja die Daten. Und wir haben, das sind irgendwie Richtung 90% männliche Follower oder so. Und ich glaube, das ist so eine Kombination. Einerseits, dass Männer sowieso in der Politik überrepräsentiert sind bei gesellschaftlichen Themen und so, ne, wenn es darum geht, irgendwie beeinflussen und so. Das sieht man ja auch an den Zusammensetzungen in den Parlamenten und so. Und Drogenpolitik, wo Männer viel mehr betroffen sind als Frauen. Die werden mehr kontrolliert, die werden mehr verknackt und drangsaliert und schikaniert und so weiter und so fort. Das spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle dabei. Und die konsumieren mehr. Genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Okay, das ist ja auch interessant, das irgendwie zu wissen. Ich glaube, das ist auch, dass man bei ehrenamtlichem Engagement da immer ganz unterschiedliche Verhältnisse hat, ist, glaube ich, generell interessant. Auch ein Thema, was uns Julis absolut beschäftigt und uns auch noch nicht zufriedenstellt. Gerade was irgendwie die Geschlechterverteilung bei uns im Verband ist, da arbeiten wir aber auch mit dran. Finde ich aber auch interessant, dass es auch in konkreten Politikbereichen einfach dann nochmal so sichtbar ist. Insofern auch cool für alle weiblichen Zuschauerinnen, heute dabei sind. Wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen mit beschäftigen können und vor allen Dingen, dass ihr alle eure Fragen loswerden könnt. Lucien de Gremark, sehr spannender Stream. Das freut uns sehr. Und Leftmark, ja, die Julis sind ebenfalls bis 35. Bei uns kann man, bis man 35 Jahre alt ist, Mitglied sein. So rum. Ich begrüße einfach nochmal alle, die vielleicht inzwischen dazugekommen sind. Falls ihr euch wundert, was das hier ist. Wir backen heute Brownies und reden nebenbei über
Cannabis, die Legalisierung, inzwischen auch so ein bisschen über Drogen generell, was glaube ich sehr, sehr cool ist. Die Brownies sind schon im Ofen und wir warten jetzt noch ein wenig darauf, dass die dann irgendwann fertig sind. Und ja, genau. Eine Frage, die mich mal so generell interessieren würde, vielleicht für euch beide. Gibt es irgendwelche Gegenargumente gegen vor allen Dingen jetzt die Legalisierung von Cannabis, wo man sagen kann, okay, da haben sie so ein bisschen einen Punkt. Kann man denen so ein bisschen zustimmen oder da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Dann stelle ich schon eine Frage und schon können wir mal vielleicht. Dann würde ich doch sagen, wir holen erst die Brownies raus. Wir brauchen aber ich würde erstmal gucken, steckt man ein Messer rein oder ja, so, wie also flüssig das ist. Brown sind sie auf jeden Fall, ne? Die sind ja schon brown reingegangen. Ja. Haben wir vielleicht irgendwie so einen Handschuh oder sowas, um das rauszuholen? Nee, das Einzige, was wir haben, ist das Tuch. Das tut mir leid. Das ist natürlich hart jetzt. Hast du noch so weit reingeschoben? Muss ja braun werden. Ja, stimmt. Das hier ist ein. Okay, Leute, ich glaube, der ist noch. Der muss auf jeden Fall noch länger drin bleiben. Ein bisschen, glaube ich, noch, ja. Das Sprudelwasser sprudelt noch ein wenig. Das blubbert da raus, ne? Ja, also, ich würde jetzt erstmal sagen, Gegenargumente. Auf Anhieb fallen mir direkt gar keine ein. Also, das erste Argument, das mir immer im Kopf ist, wenn es gegen Cannabis-Legalisierung geht, dann ist es dieser Spruch von Daniela Ludwig, ich möchte keine neue dritte Volksdroge. da denke ich mir erstmal, nur weil du das möchtest, ist mir das persönlich echt relativ egal. Ja. Wenn ich jetzt so überlege, im Grunde kann ich jedes Argument, das kommt, wieder dann in die andere Richtung drehen. Also dieses Einstiegsdrogen-Argument finde ich interessant. Ja. Ich finde, es ist echt irgendwie nochmal eine dritte Droge, wo man sagen kann, vielleicht gibt es da ein höheres Suchtpotenzial. Und ich finde, da könnte man auf jeden Fall drauf eingehen und da muss man zumindest dagegen argumentieren. Ich finde allerdings, wenn ich ein Fachgeschäft habe, wo ich mein Gras kaufen kann, wo ich beraten werde, wo natürlich auch eine gewisse Kontrolle dann besteht, das heißt, ich gehe ja immer wieder dahin und dann sehen die Leute ja auch vielleicht, okay, der kommt jetzt vielleicht ein bisschen öfter, sprechen das Ganze mal an, dann habe ich es natürlich deutlich sicherer, als wenn ich zu einem Dealer gehe, wo es dann heißt, okay, ich habe jetzt hier Gras, da habe ich Koks, da habe ich Ecstasy. Wenn ich also spezifische Cannabis-Fachgeschäfte habe, dann denke ich, ist dieses Einstiegsdrogen-Argument, so wie es aktuell kommt, eigentlich nicht tragfähig. Okay, ja. Wie siehst du das so, Georg? Also ich kenne kein Argument, was irgendwie gegen Legalisierung spricht. Ja. Außer jetzt so im ersten Moment, so, ne? Wie jetzt Einstiegsdroge oder so. Ne? Aber sobald man da anfängt zu recherchieren und ein bisschen über die Zusammenhänge nachzudenken und so, bleibt da nichts von übrig. Deswegen habe ich am Anfang eben auch gemeint, ne? Das ist ganz anders als bei fast allen anderen politischen Themen, wo man auf beiden Seiten Argumente hat, hat man auf der, bei Legalisierung von Cannabis, nur Argumente für Legalisierung, letztendlich, ne? Wenn man fertig ist mit Denken, und auf der anderen Seite Ängste. Ja. Und in dem Zusammenhang finde ich extrem wichtig, diese Frage: Wirkt denn das Cannabis-Verbot in dem Sinne, dass den Konsum reduziert in der Bevölkerung? Das wäre nämlich wirklich so ein Argument, wo man sagen könnte, okay, da hast du deinen Punkt. Ja, du kannst mit dem Verbot den Konsum reduzieren und dann eben auch ein paar problematische Konsumenten im Prinzip von ihren Problemen abhalten. Ne, das sind ja dann auch nicht alle, ne, sondern bei Cannabis hat man so irgendwas unter 10% der Konsumenten, die dann wirklich Richtung Problem gehen. Ja, Abhängige sind noch deutlich weniger, aber auf die eine oder andere Weise, wo man sagen würde, tut denen nicht gut. Ja. Das ist aber nicht so. Ne? Mhm. Also bis jetzt gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass das ganze Theater mit den 200.000 Strafverfahren im Jahr, die wir machen, den Konsum tatsächlich senkt. Und das, also gerade CDU-Leute, glauben das. Für die ist das eine Selbstverständlichkeit, dass das wirkt. Das muss ja und so dass mehr konsumiert würde, wenn es nicht verboten wäre. Das kann gar nicht anders sein, weil die, nicht genug durchgesetzt. In diesen konservativen Genen ist so ein Obrigkeitsdings irgendwie mit drin. Ja. Ne, dass die denken, wenn das verboten ist, ja, dann wird das ja von oben vorgegeben. Ja klar halten sich die Leute dann da dran. Ne? Das ist doch logisch, denken die. Und dann muss man denen erstmal erklären, nee, das ist eben nicht so. Gerade weil die Leute das eben nicht einsehen. Ja, Leute sehen Verbote, also halten sich an Verbote tendenziell eher, wenn sie irgendwie nachvollziehen können. Klar. Ja, weil sich, dass man nicht mit 100 km/h durch die Stadt brettert irgendwie, wenn man da Leute totfahren kann, das sieht ja jeder irgendwie ein. Oder dass man jetzt nicht unbedingt auf dem Behindertenparkplatz parken sollte. Ja, okay, ja, manche vielleicht nicht, aber irgendwie ganz grundsätzlich, na, das sehen halt Leute ein. Ja. Aber das Cannabisverbot, welcher Cannabiskonsument sieht denn das ein? Wenn er gleichzeitig sieht, ja, Alkohol ist gefährlicher am Ende, ne, das bringt Leute um. An Alkohol und Tabak zusammen sterben über 100.000 Leute im Jahr. An Cannabis gar keiner. Das kann man einfach nicht einsehen. Ja. Ne? Und deswegen wirkt das auch nicht. Ja. Und deswegen haben wir eben jetzt auch in den USA, wo das legalisiert wird, Uruguay, Kanada und so,
da kriegen wir jetzt die Beweise rein dafür, dass das wirklich so ist. Also jedenfalls die problematischen Konsumentengruppen, Jugendliche, da verändert sich gar nichts. Wo ein bisschen mehr konsumiert wird, sind die Älteren, so 40, 50, ne, die tatsächlich in ihrer persönlichen Umgebung nicht viel Griffnähe haben, von wegen, ja, gib mir mal was. Ja. Ne, oder die auch was zu verlieren haben im Job oder so. Ja. Die gehen jetzt vielleicht mal in diese Läden rein. Ne? Okay, jetzt probiere ich das mal. Ne? Jetzt habe ich kein Risiko und dann weiß ich, das ist sauber und so. Ja. Und dann trinken die ein bisschen Wein weniger abends. Ja. Aber die hängen sich doch nicht morgens vor der Arbeit einen Bong an den Hals. Ne? Ja. Das sind die Schüler im Zweifelsfall ein paar, die das machen und die haben das vorher auch gemacht. Ja, ich finde das auch irgendwie so interessant, weil, ne, es kommt immer dieses Argument. Also es wirkt immer manchmal so ein bisschen billig, wenn man dann irgendwie so sagt, ja, und bei Alkohol ist es ja auch nicht so. Ich finde dieses Argument aber insofern so wichtig, weil das eigentlich am Ende zeigt, ne, gerade so Konservative wollen ja diesen Alkohol, das ist dann irgendwie, wird dann als Kulturgut irgendwie gesehen und das ist dann so das Argument dagegen. Aber es zeigt eigentlich, dass auch die in manchen Bereichen, wo sie aber halt noch nicht so weit sind, eine Eigenverantwortung ja zulassen. Mhm. Und wo es dann einfach nicht konsequent ist in der Argumentation, wo das Argument nicht stringent ist. Und das ist eigentlich, ja, finde ich immer so am überzeugendsten. Sobald die halt kommen, so mit von wegen, Alkohol ist aber ein Kulturgut, da ist es schon so, ja, aber genau das ist das Problem. Ihr habt einfach einen Vorteil, ihr lässt die Leute nicht selbst entscheiden und das ist ein Recht, was ihr eigentlich nicht haben solltet. So, das ist einfach so schlicht und schlichtweg einfach ist es, glaube ich. Genau. Ich sage immer gerne von wegen dieser Alkoholvergleich, klar. Mir geht es nicht darum, jetzt Alkoholkonsumenten zu bashen oder so, ne? Die sind dann immer was empfindlich, sondern ist einfach eine Reaktion darauf, dass das einzige Argument, was immer kommt von den Verbotsbefürwortern, wir müssen das verbieten, wir müssen Cannabis verbieten, weil es gefährlich ist, weil es kein Brokkoli ist. Ne? Das steckt ja dahinter. Also auf die eine oder andere Art geht immer am Ende darauf raus, Cannabis ist gefährlich. Und dann muss man den Alkoholvergleich bringen. Weil das sofort zeigt, dass das nicht der Grund ist. Ja. Ne? Dass das komplett verlogen, vollkommen unsinnig ist, vollkommen unlogisch ist. Ja? Diese Gefährlichkeitsargumentation kann man damit rucki-zucki entlarven. Es ist aber auch komplett dumm, einfach zu sagen, wir verbieten einfach alles, was gefährlich ist. Im Grunde alles, was ich mache. Also wenn ich jetzt hier in diese WG gehe, dann laufe ich eine Treppe hoch. So, will ich jetzt Treppenlaufen verbieten? Also ich kann natürlich sagen, ich verbiete alles, was irgendwie eine Gefahr darstellt. Aber irgendwo muss halt die Grenze sein. Und Grund und Grenze der Drogenpolitik ist halt der Schutz des Individuums und das Interesse des jedes Einzelnen und jeder Einzelnen. Und dann darf man nicht sagen, wir erlauben Treppe laufen, aber kein Cannabiskonsum. Das ist ein super Stichwort. Ja, das wollte ich gerade eigentlich auch noch hinterher schicken, so, ne? Als ich gesagt habe, wenn der Konsum sinken würde durch das Verbot, dann hätte man ein Pro-Argument für das Verbot. Das würde aber nicht heißen, dass das deswegen dann richtig ist und sein muss. Ne? Das wollte ich dann auch hinterher sagen. Ja, das kann ja sein. Hätte sein können, dass das jetzt sich zeigt, irgendwie, okay, der Konsum steigt um 10-20% oder so. Ich wäre immer noch für Legalisierung. Ne? Aber dann wäre ein Thema, wo ich sagen würde, okay, da hast du einen Punkt, das ist ein Argument, aber trotzdem ist das ein Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte von Leuten, die höchstens sich selber schaden mit irgendeinem Risiko, was sie eingehen, genauso wie beim Skifahren oder so. Deswegen verbieten wir auch kein Skifahren. Ja. Ne? Aber man könnte dann wahrscheinlich argumentieren, wenn man Skifahren verbietet, verhindert man ein paar Knochenbrüche. Ja. Machen wir trotzdem nicht. Genau. Okay. Und das ergibt auch Sinn. Ich gehe trotzdem mal kurz, weil wir wurden schon darauf angesprochen, mehr auf den Chat einzugehen. Es tut mir wirklich leid. Das ist so, wenn drei Leute sich einer Meinung sind, dann kann man so richtig viel sagen. Das ist dann so. Ja, guck mal, jetzt machen wir das. Trotzdem schön. Genau. Also, erst einmal kurz den Kommentar. Hä? Ja, ich hab noch einen Reminder gestellt. Ich kriege hier aus dem Off die Frage, ob wir auf die Brownies achten. Natürlich. Hier ist volle Konzentration. Also Skywarm00 schreibt auch, ich trinke selbst kein Alkohol, er raucht nicht und hat auch sonst nichts mit Drogen zu tun, aber ist trotzdem von der Legalisierung überzeugt. Das zeigt ja eigentlich genau das Gleiche nochmal, dass einfach die Entscheidung einer jeden Person sein sollte. Und können wir nur zustimmen. Du sollst deine eigene Entscheidung treffen und wenn du kein Alkohol brauchst, also trinken willst und nicht rauchen willst, dann kann man trotzdem für die Legalisierung sein. Auch echt cool. XZTM hat eine Frage an die Julis und zur Diskussion generell. Cannabis als Medizin, was wisst ihr und wie würdet ihr die aktuelle Situation verändern? Zum Beispiel über 60% Erstablehnung der Erstanträge. Das ist, glaube ich, generell spielt es ja darauf an, dass es inzwischen im medizinischen Gebrauch möglich ist. Schauen wir nochmal nach dem Ofen. Im medizinischen. Ja, jetzt sieht es doch ganz gut aus. Jetzt haben wir auch schon so eine kleine Luftblase drin. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Warte, wir haben da hinten so ein Brett. Wenn du hinter die Kamera fasst, da kann man das vielleicht am besten draufstellen am Ende. Vielleicht macht ihr es erstmal auf den Herd. Wir haben nur einen so einen Lappen, ne? Soll ich vielleicht hier eigentlich war noch einer. Ja, naja, okay. Na, guck mal, hier unten ist noch einer. Sorry, der ist runtergefallen. Ja.
Okay. Genau. Ja, erstmal auf dem Herd würde ich auch sagen. Ja. Also Cannabis als Medizin, ja, ist ein großes Problem, glaube ich, aber auch einfach noch in den Anfängen. Also ich glaube, dass man das Problem hat, dass es zwar inzwischen legal ist, aber viele Ärzte trotzdem halt auch sagen, oh nee, das mache ich jetzt nicht oder ich kenne mich da nicht aus. Solange es warm ist, oder? Keine Ahnung. Genau. Frag mal kurz in den Chat, muss man eigentlich anschneiden, solange es noch warm ist? Ich habe da mal was gehört. Also man soll es laut Rezept ein bisschen ruhen lassen. Ja, also erst anschneiden, wenn es nicht mehr warm ist. Ihr könnt aber mal reinstechen, mal gucken, wie flüssig es noch ist. Vielleicht müssen wir es gleich auch löffeln. Sind ja relativ weich, aber ich glaube, das ist jetzt gar kein Problem. Ja, also wir haben so einen richtig schönen saftigen Brownie, so wie es sein muss. Genau. So. Hier kamen noch mehr Kommentare. Ich komme echt gerade nicht mehr hinterher. Es ist super cool, dass ihr euch alle so damit beteiligt. Normalerweise sehen alle Leute immer den Chat, das kriegen wir in der kleinen Küche leider nicht hin. Lichtgeist 69 sagt, mein politisches Interesse stand damals aufgrund der Cannabis-Debatte der DHV, macht echt top Arbeit. Also nochmal ein herzliches Lob. Danke, danke. Das zeigt ja auch, dass wir hier die richtigen Leute eingeladen haben. Flo sagt, die Ärzte an sich sind da leider nicht das Problem. Die Gesetzgebung ist so löchrig und einfach nicht zu Ende gedacht. Man hat dort nicht alle Fragen geklärt. Also auch ein super wichtiger Punkt anscheinend, dass es nicht nur die Ärzte sind, aber tatsächlich auch anscheinend, das sagt jetzt wieder XZETM, dass es teilweise auch Ärzte Angst haben. Insofern, ja, ist es, glaube ich, ein Thema, was generell gerade auch im medizinischen Bereich angegangen werden muss. Aber wir hoffen natürlich auch, dass es weitergeht, sagen wir so. Das ist aber ein allgemeines Problem in der Drogenpolitik, dass die Gesetzgebung da nicht ganz stringent ist. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben gesellschaftlichen Druck auf eine Legalisierung zum Beispiel, dann muss man halt auch dafür sorgen, dass dann Konsumentinnen und Konsumenten ganz normal am Straßenverkehr teilnehmen können, war das Thema, das wir eben vorher angesprochen haben. Und ganz, ganz viele Dinge, wie jetzt auch eben in der Medizin, dass da einfach nicht fertig gedacht wird und dann das, was eigentlich ja gut ist, was durchgesetzt wurde, im Grunde nicht da ankommt, wo es ankommen sollte. Mhm. Ja, fair enough. Auf jeden Fall. Es gibt noch eine weitere Frage an Georg. Da musst du mir aber ein bisschen helfen, weil ich die Person oder wer das ist, nicht kenne. Was hältst du von Niamh Mufassat und seiner Arbeit? Das ist der drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion. Der Linksfraktion, ja. Ja, also ist einer von denen, die sich engagiert eingesetzt haben. Ja, ich habe gerade eine Interviewreihe im DHV-Kanal angefangen mit den vier drogenpolitischen Sprechern der Legalize-Parteien, sage ich jetzt mal, wobei die SPD kann man noch nicht so ganz 100% dazuzählen, finde ich, vom Programm her. Ja, wobei der Sprecher, Dirk Heidenblut, ist ein Legalisierer. Ja, das ist im Prinzip eine der maßgeblichen Personen, die die SPD jetzt dahin getragen haben, endlich mal einen zumindest recht fortschrittlichen Cannabis-Beschluss zu machen. Und die sind alle vier engagiert. Ja, Schindenburg ist jetzt online und eine Diskussion mit allen Vieren ist schon online. Und die kommen jetzt nach und nach. Ja, könnt ihr euch selber nochmal ein Bild machen. Mufassat haben wir gerade gestern, glaube ich, abgedreht. Ja. Die kommen jetzt. Ne? Die nächsten anderthalb Wochen oder so haben wir sie alle vier online. Könnt ihr euch selber ein Bild machen. Aber die finde ich eigentlich alle vier Drogenpolitischen-Sprecher sind engagierte Leute. Ja, und die Differenzen und kleinen Unterschiede und so weiter, die können wir dann selber raushören da. Ja, also ich glaube, wer es noch nicht getan hat, folgt gerne auch dem Deutschen Handverband auf Instagram, auf allen Kanälen, wo ihr seid. Ich persönlich folge euch auf Instagram und finde es immer sehr, sehr spannend, was ihr da postet. Das ist, glaube ich, auch einfach ein zeigt, wie man gute Arbeit zu einem, politische Arbeit zu einem Thema machen kann, was irgendwie parteiübergreifend ist. Da würden die Kollegen sich ja freuen, da kriegt am wenigsten von mit, Instagram, dass dieses Bilderkimbim da irgendwie, das ist nicht so meins. Ja. Ja, das ist irgendwie nicht die Arbeit, die halt überall ankommt. Muss ich auch mal ein Lob aussprechen, das ist Arbeit, die kommt auf Social Media an, die kommt auf Plakaten an, sowohl bei Leuten, die jetzt noch gar nicht politisch aktiv sind, als auch bei denen, die wirklich schon was machen. Und als Kandidat muss ich auch nochmal sagen, es gab ja die Kampagne von euch, dass ihr gesagt habt, ihr schreibt Mitglieder an und eure Mitglieder sollen dann uns als Kandidaten anschreiben. Mhm. Ich habe, glaube ich, am ersten Tag 20, 30 Anschriften direkt bekommen von Leuten, die gesagt haben, Herr Fackler, es ist Zeit für Legalisierung von Cannabis. Mhm. Hat mich echt persönlich richtig gefreut. Habe dann auch immer dann verweisen können, hier, ich mache noch einen Stream mit Georg Wurt.
Ja, also es ist wirklich eine Arbeit, die überall ankommt. Das ist, glaube ich, auch was sehr, sehr wichtig ist cool. Bei uns jetzt aktuell. Da kann ich dir nochmal nachfragen, hast du noch, wie ist das so bei anderen Themen? Kriegst du auch E-Mails sicherlich hier und da mal, ne, ja, zu irgendwas? Aber nicht in der Menge. Also Cannabis Fall. Ist bei dir tatsächlich Thema Nummer eins von dem, was reingekommen ist an E-Mails. Ja. Habt ihr gehört? Ja. Also mitmachen da, ja. Genau. BTW21, handverband.de, BTW21. Könnt ihr mit eurer Postleitzahl eure Direktkandidaten der großen Parteien in eurem Wahlkreis einfach euch ausspucken lassen mit Kontaktmöglichkeiten, E-Mail, Social-Media-Accounts und so. Schreibt denen, ja? Das ist total beeindruckend, wenn ihr das macht. Ja, habt das gehört. Eins ist, glaube ich, klar. Wir wissen ja auch, welche Fraktionen da bei Legalize schon dabei sind, würde ich sagen. Bei der SPD muss man da anscheinend nochmal nachhaken bei einigen. Bei der CDU muss man da auf jeden Fall noch nachhaken. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal für alle FDP-Kandidaten sagen, dass ich weiß, welche Antwort ihr da bekommen werdet. Und das ist auch gut so. Also alle ist vielleicht ein bisschen übertrieben auch. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Daten da sind. Wir kriegen natürlich auch Antworten geschickt und so. Aber wenn ich sage, die sind ja nicht alle gleich, nee, dann gilt absolut. Das auch nicht in die positive Richtung. Ne? Also gerade bei der FDP ist die jüngste Legalize-Partei von den, sagen wir mal, drei, die jetzt sind, ohne die SPD. Und da waren ja auch Landesverbände dagegen bei der Abstimmung, die damals gewesen ist. Ne? Und das ist ja auch nach wie vor so, dass es Leute gibt, die dagegen sind. Und dass er so nach und nach sich langsam durchsetzt und zum Mainstream wird. Und auch bei der ältesten Legalize-Partei, bei den Grünen, ist nicht jedes Mitglied und jeder Kandidat für die Legalisierung. Ne? Also bei den Mitgliedern sowieso nicht, genau. Aber es ist schon so, dass, also ich glaube, es wäre auch komisch, wenn Kandidaten sich, also manchmal ist das aus persönlichen Gründen durchaus, kommt das sicherlich vor, aber ich glaube, wenn man sich so abgrenzt von einem Wahlprogramm und das ist jetzt auch irgendwie kein neuer Punkt irgendwie da drin ist, würde mich sehr wundern. Würde mich aber auch interessieren, wenn das vorkommt, sagt uns mal Bescheid, dann machen wir als Jurys da gerne auch nochmal Druck. Denn wir wollen ja, dass die FDP auch bei der Beschlusslage bleibt. Genau. Ich könnte noch mehr zu den Unterschieden erzählen, ne? Weil die Frage ging ja jetzt Richtung Sprecher, ne? Was hältst du von den Sprechern und so? Wir haben ja auch eine ausführliche Wahlanalyse, wie immer, wie wir das immer machen. Ja. Haben uns die Parteiprogramme reingezogen, die Unterschiede analysiert, haben Wahlprüfscheine verschickt und die Antworten analysiert. Und was die Parteien gemacht haben die letzten 4 Jahre im Parlament, also die Bundestagsfraktionen, welche Anträge haben die gestellt und so. Und da gibt es schon interessante Unterschiede, auch zwischen den Legalize-Parteien oder eben auch bei der SPD die Frage, ne, ist das jetzt eine Legalize-Partei oder nicht, wenn die da Modellprojekte fordern mit Cannabis-Abgabe für ein paar Jahre, um dann rauszufinden, was der beste Weg für Legalisierung ist. Mhm. Ja, da kann ich Heidenblut auch verstehen, wenn er sagt, ja klar, steht doch da, wir sind für Legalisierung, wir wollen das nur vorher ordentlich ausprobieren. Ja, ne? Modellprojekte gibt es halt eigentlich schon genug, wir müssen ja nur in die anderen Länder reinschauen, wo es schon gemacht wird. Genau, aber das sind halt so, da kann man sich sogar mit dem tatsächlich ernsthaft streiten, ist das jetzt ein Legalisierungsbeschluss oder nicht, ne? Was soll das jetzt sein da? Mhm. Bei der FDP zum Beispiel, um mal was Kritik loszuwerden, steht, also die sind kritisch, was Eigenanbau angeht, ja, wo ich auch sage, ne, da seid ihr noch nicht fertig damit, ne, bei der FDP. Die Julis sehen das anders, die Frage war auch gerade schon im Chat. Chat war so ein Thema, ne, genau. Wo die skeptisch waren, die Antworten. Ja. Und das Programm schweigt sich sowieso über alles andere aus, was nicht Cannabis ist. Ne? Steht einfach drin, Cannabis-Legalisierung, bums aus, fertig. Ne? Während Linke gewesen, und, FDP, ja. Und Grüne da ein Riesenprogramm haben mit allen möglichen Aspekten in der Drogenpolitik. Und das ist halt, muss jeder selber wissen. Es gibt auch einen Haufen Cannabis-Legalisierer da draußen, die mit anderen Sachen überhaupt nichts von wissen wollen. Na, die Drogenpolitik, für die ist Drogenpolitik Cannabis-Politik und nichts anderes. Cannabis-Legalisierung. Aber es gibt immer welche, die das halt grundsätzlicher sehen, ne? Und die sollten da mal reingucken in unsere Wahlanalyse und die Unterschiede sich mal reinziehen. Genau. Linke und Grüne sind auch interessant. Die Grünen haben den Schwerpunkt Fachgeschäfte. Ne? Die haben ja dieses Gesetz vorgelegt und haben das wirklich auf 80 Seiten oder was da, viele Seiten, ja, ich habe die irgendwann alle mal gelesen, sehr detailliert ausdifferenziert, ja, wie das sein funktionieren kann mit den Fachgeschäften. Ja. Haben im Programm aber jetzt Anbau gar nicht erwähnt. Das ist auch im Cannabiskontrollgesetz mit drin. Insofern, okay, kann man den abnehmen, dass sie dafür sind. Aber das haben sie nicht irgendwie gefeatured. Und bei den Linken ist das genau umgekehrt. Die haben nichts von Geschäften geschrieben im Programm. Nur Anbau und noch nicht mal die Cannabis-Social-Clubs, ja, die ja auch deren Ding sind irgendwie. Die haben da drin stehen überwiegend nicht kommerzielle Abgabemöglichkeiten, okay. Ja, was immer das also, bedeuten soll, ist das unklar. Soll, ja. Und erst bei den Wahlprüfscheinen kommt dann raus, ja sicher, wird wohl auch irgendwie mal Fachgeschäft gegeben. Wenn das passt, dann passt es, genau. Ja.
absolut. Hier kommt noch eine Nachfrage, kann man Mitglied werden im DAV? Ja klar, sicher, muss man. Ja, wenn man Legalisierung will, muss man das als erstes machen und dann kann man weiter gucken. Ihr wisst Bescheid, vielleicht kriegen wir es im Chat hin, dann nochmal auf die Website hinzuweisen. Ansonsten findet ihr ansonsten handverband.de, und da ist so ein fetter oranger Button unterstützen, na, dann sei das schon richtig. Genau. Gerade aber bei den Wahlprüfsteinen, da kam auch gerade sozusagen nochmal eine Frage rein, Frage an alle, muss die Regierung ohne Union sein, damit Cannabis anständig legalisiert wird? Was ist da deine Meinung dazu? Und dann können wir ja vielleicht auch aus Juli-Sicht dazu was sagen. Ja. Aber ganz kurz sonst noch so generell zu den Wahlprüfsteinen. Also was die Julis angeht, so werden wir das Thema natürlich auf jeden Fall im Kopf behalten. Ne? Also wir haben beim Bundesparteitag es wie gesagt schon einmal versucht. Und uns ist es super wichtig, dass man einfach da wissenschaftlich rangeht und nicht versucht, irgendwelche Vorurteile noch zu haben. Und da werden wir uns auch weiterhin für einsetzen, selbstverständlich auch in unserer Mutterpartei. Und dass dann nicht alles umgesetzt ist, da das nehmen wir natürlich also auch selbst wahr und bleiben da auf jeden Fall dran. Genau. Aber ja, wie sieht's aus? Braucht man die Union? Müssen die weg unbedingt für Legalisierung. Also ich persönlich glaube ja, dass es, ne, am Ende sieht es jetzt im Moment so aus, als würde es eine Dreierkoalition irgendwie geben. Ja. Irgendeine Dreierkoalition wird es also und dann ist es am Ende immer die Frage, welche Inhalte kommen bei rum. Und das ist auch die Basis, auf der wir als Julis wollen, dass die FDP entscheidet, in welche Regierung sie geht. So, und das ist natürlich dann ein Thema, das im Wahlprogramm steht und für uns mit dazu gehört und das nehmen wir mit in die Gesamtrechnung. Und wir als Julis gehen dann natürlich noch mehr drauf ein, weil das für uns ein Thema ist, was uns einfach sehr am Herzen liegt und was sehr, sehr wichtig ist. Und da werden wir auf jeden Fall Druck machen. Ich glaube, dass es einfacher wäre, in der Ampelkoalition, klar, bei dem Thema damit irgendwie durchzukommen. Ich glaube aber nicht, dass es unmöglich ist in der Jamaika-Koalition, muss ich sagen. Deutschland-Koalition, wenn das irgendwie aus irgendeinem Grund kommen sollte, wäre es, glaube ich, schwierig. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich sehe es ähnlich. Also im Grunde, wenn man eine Ampelkoalition machen würde, dann hast du keine Partei dabei, die komplett sagt, wir sind dagegen. Du hast die SPD, die natürlich noch verhalten sind, aber du hast keine Partei dabei, die sagt, wir wollen das nicht. In der Deutschlandkoalition wäre es wahrscheinlich am schwierigsten, das Ganze durchzusetzen, weil wir einfach die Union haben als kompletten Bremser und die SPD als unentschlossen, sage ich jetzt mal. Und in Jamaika, denke ich, wäre es auch umsetzbar. Es wäre schwerer umsetzbar als in der Ampel, aber ich denke, dass wir es auch in Jamaika durchbekommen würden, gemeinsam mit den Grünen, gegen die Union. Die Union will ja immer Kanzler. Die wollen ja immer Kanzler werden. Und wenn sie Kanzler nur mit werden wollen oder den Kanzler stellen wollen, dann müssen sie in dem Fall auf jeden Fall in einigen Punkten auf uns und auch auf die Grünen zugehen. Das ist halt die große Frage. Ja, ne? Also das hat so schön gesagt. Das ist einer der Punkte im Programm und wir nehmen das mit in die Verhandlungen und so. Aber man nimmt halt sehr viele Punkte mit ins Programm, ne? Und irgendwann gibt es das große Geschacher da, Kuhhandel und so. Und ja, du kriegst das, ne? Die Oberbosse da, die handeln das dann am Ende irgendwie aus, alles, was nicht die Fachleute geregelt gekriegt haben. Und dann wird quer durch Beet irgendwie, werden kreuz und quer Themen dann hin und her geschoben. Ne? Und da ist dann ganz entscheidend, an welcher Stelle prioritätenmäßig hängt dann da die Cannabis-Legalisierung? Die wird weder bei den Grünen noch bei den FDP noch bei den Linken ganz, ganz oben sein. Die haben alle Themen, die noch höher hängen, was ich auch richtig finde letztendlich, ja, muss man mal sagen. Ja, mhm. Also Klimawandel zum Beispiel finde ich wichtiger als Cannabis-Legalisierung. Ja. Das ist nicht der Punkt, aber wie weit runter fällt denn? Den ganzen E-Mails wichtig, auch bei Legalize-Parteien. Weil wenn die dann am Ende kommen, da im tiefsten Themen, was von der Bürgerschaft gekommen ist, war Cannabis-Legalisierung, dann klettert das halt hoch in der Prioritätenliste bei den Legalisierern. Und der Widerstand bei den anderen CDU sinkt. Na, die sagen dann nicht mehr irgendwie, das geht auf gar keinen Fall, das können wir auf gar keinen Fall mit unseren Wählern im Wahlkreis vereinbaren oder so. Ne? Dann laufen die uns in Scharen davon. Ja, das ist dann eben, das kann man aufweichen damit, wenn halt ganz viele Leute sich auch bei denen melden und sagen, ja, nee, geht da mal mit, ne? Das ist vernünftig. Absolut. Ich habe ja auch immer noch so die Hoffnung, ganz kurz nur im Stream, ne? Hier gibt es anscheinend so ein paar Hänger gerade. Wir arbeiten aber dran im Hintergrund. Also bleibt gerne dabei. Wie gesagt, das ist unser erster Stream in der Küche. Wir probieren heute noch aus. Insofern habt Geduld. Wir sind bestimmt gleich wieder voll mit dabei. Ich habe immer noch so die Hoffnung, dass bei solchen Themen wie Cannabis, das ist ja so ein Thema, was so Grüne und FDP super gut vermarkten könnten. Und eigentlich ist es für die Union
kein hoher Preis, weil es ist kein großes Thema. Und ich hätte so die Hoffnung, dass es in so einer Verhandlungsmasse dann eben gerade deswegen dazu kommen kann, dass am Ende die Union dann doch nochmal sagt, ja, okay, komm, wenn wir dann das und das machen dürfen, dann kriegt ihr halt das noch dazu, weil die Union denkt, ach, es ist ja nicht so wichtig. Aber ganz ehrlich, es ist ja richtig cool, weil das ein zentrales Thema ist, wo Wahlkampf mitgemacht wird. Gerade für uns junge Generation wäre das super cool. Das ist aber hypothetisch. Ich habe da nur so die Hoffnung, die will ich noch nicht aufgeben. Also es gibt zwei Punkte, die mich dann ein bisschen ausbremsen in meinem totalen Optimismus. Das eine ist, dass ich glaube, dass ich verstehe, warum die Union das macht. Ich glaube, der letzte Markenkern, die den noch haben, ja, das ist ja immer die Diskussion, was bedeutet ein Konservativ überhaupt noch? Also wie wir es eben mit liberal hatten, ja, da ist das noch leichter zu beantworten. Und was ist eigentlich konservativ? Außer christlich. Ne? Also C in der Partei da, aber das spielt auch keine Rolle mehr. Konservativ, also Recht und Ordnung. Recht und Ordnung ist das, was die noch haben. Das hat keine andere Partei so besetzt wie die. Ne? Wir sorgen für Sicherheit, wir bekämpfen Kriminalität, bla bla. Und ob die das im Kopf geregelt kriegen, das mit Cannabis-Legalisierung zusammenzubringen, das gehört ja zusammen. Legalisierung ist auch ein Punkt Richtung mehr Ordnung und mehr Recht und mehr Regulierung, ja, aber das müssen die erstmal kapieren. Und ich glaube, für die ist es eher umgekehrt noch so, dass die sagen, Drogen freigeben, ne, das ist Anti-Recht und Ordnung. Ja, es ist ja auch dann das Eingestehen, dass man es selber nicht geschafft hat. Also durch unsere Recht- und Ordnungspolitik, um jetzt mal als CSU dazu sprechen, haben wir es dann anscheinend nicht geschafft, zu verhindern, dass immer mehr Leute Cannabis konsumieren. Genau. Und um sich das einzugestehen und das auch natürlich dann offen zu kommunizieren in gewisser Weise, das ist, glaube ich, schon ein großer Schritt. Oh, viel Denktiefe, die du denen da jetzt voraussetzt. Mache ich nicht immer. Bin ich ganz sicher bei denen. Ne? Aber der zweite Punkt würde ich gerne noch loswerden. Und zwar, dann müssen wir aber auch essen. Wir sind der dritte Nationalstaat, wären wir dann. Ja, wenn wir jetzt im September auf einmal sagen, Koalitionsverhandlungen, zack, Deutschland legalisiert Cannabis, wäre das der dritte Nationalstaat weltweit nach Uruguay und Kanada. Es gibt keinen anderen, der wirklich Cannabis durchreguliert hat, vom Anbau bis zum Fachgeschäft. So auch Holland nicht zum Beispiel. Wie wahrscheinlich ist das? Ja, das kann sich auch jeder selbst überlegen, aber das ist jetzt kein No-Brainer. Irgendwie, dass das auf jeden Fall jetzt ganz locker Deutschland wird, weil das ja keine große Sache ist. Ja. Das ist ja sehr wohl eine große Sache, ja, im Moment noch. Ja, vielleicht, wenn wir der 50. Staat wären, dann wäre keine große Sache. Aber jetzt der erste europäische und auch noch so ein Riesenland wie Deutschland in Europa, das ist eine große Sache. Ja, das machen die nicht mal eben so. Ja, glaube ich, aber ich glaube auch, Franzi hat es gerade im Chat hier auch gesagt, im Endeffekt ist die einzige Partei, die sich dagegen verwehrt, die CDU. Das muss irgendwie möglich sein, das einfach mal durchzusetzen. Ich glaube, das ist jetzt echt einfach so eine, da ist jetzt die Zeit gekommen. Das Thema ist irgendwie die Debatte. Zeit für Legalisierung. Die Union, die Union hat die Debatte verloren, auch die öffentliche Debatte. Es geht ja gar nicht mehr, es wird ja gar nicht mehr darüber diskutiert eigentlich sozusagen. Es ist ja wirklich nur noch so ein verzweifelter Kulturkampf, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, das geht gut. Wollen wir mal Brownies anschneiden? Ja, so machen wir es. Die Teller sind auch wieder, ich muss wieder meine Füße heben. Dann würde ich dir die Ehre geben. Ja. Teller sind hier. Mach ich jetzt unter dir hier? Ja, genau. Und mit der Ehre einen Kuchen irgendwie kaputt. Da. So. Genau, und der Stream läuft auch wieder. Wenn das nicht mal der perfekte Moment ist, würde sagen, der Cache ist entleert. Für unsere Feen hinter der Kamera machen wir doch auch nochmal zwei Teller. Genau, oder? Absolut. Jetzt haben wir die letzten anderthalb Stunden hier rumgelabert und hat gar keiner zugehört. Mal schauen, wie flüssig das Sprudelwasser noch ist. Brownies sind jetzt Cola Pickles. Wir hatten sie schon aus dem Ofen rausgeholt. Ja, die müssen wir nicht löffeln. Die muss man nicht löffeln? Nee, geht. Das ist doch super. Du könntest, glaube ich, noch mal kurz in die Kamera halten, oder? Ja, unbedingt. Wenn du das hier so schön anschneidest, hier die, rein. Ja, wenn er die schon aufgebaut hat. Meine Füße extra, weg. Vielleicht hier so richtig werbemäßig, kuchenverkaufig. Sieht das, ja, ist das perfekt, aus. Ja. Und ich glaube, du musst dich auch noch mal umdrehen, kurz in die andere Kamera halten. Also, wenn wir hier. Es ist hier ein absolut perfektes Marketing. Ja, wir müssen auch so ein bisschen Bilder im Hintergrund schaffen. Das eben, kriegen wir dann schon hin. So, ich hoffe, ihr verzeiht uns da. Genau. Ich würde aber sagen, wir werden jetzt gleich mal schauen. Können wir es dann raus? Dann haben wir so einen sonst geht so, oder? Da oder die zwei Löffel, die da noch sind, müssen wir ein bisschen improvisieren. Wir haben genau, Löffel, wenn ich die eben schon da rausgeleiert habe, dann müssen wir die jetzt alle benutzen noch. Machen wir halt zwei auf jeden Teller, oder? Die sind ja relativ. Meine Mutter wären setzt, Franzi, du hast recht. Füße in der Küche auf dem Tisch. Wir haben aber extra alles sauber gemacht. Hat deine Mutter da gerade kommentiert, Füße, oder was? Nee, meine Mutter nicht. Ich setze jetzt erstmal hier hin. Oh, deine. Super. So. Guck mal. Ich zeige das hier nochmal in die Kamera. Warte, wir halten das, wir machen das jetzt. Also ich bin dafür, dass wir hier zwei Amateur-Bäcker Beziehungsweise so an die Seite hin. Genau.
haben wir das hier wunderbar. Richtig gut hinbekommen. Perfekt, dann bringe ich die doch schon mal kurz raus, dass wir hier wieder Platz haben für neue Teller, die hier so geben. Und den da. Ja, genau, bring die beiden schon mal raus, dann so kriegen die Technikfeen im Hintergrund nämlich auch schon mal was zu essen. Die warten schon die ganze Zeit und riechen das auch die ganze Zeit. Ja, das habt ihr natürlich... ja, sonst auch nicht, neben dem Hund. Die Schwierigkeit, dass ihr das bei uns nicht riechen könnt, aber es riecht sehr gut. Dann kann das Brett jetzt hier auch wieder weg. So. Perfekt. Na, wenn das nicht mal vorzüglich angerichtet ist. Ich würde aber auch sagen, wenn wir jetzt hier schon fertig essen, dann werde ich zumindest irgendwann Schwierigkeiten bekommen mit meinem Mikro. Wir haben jetzt schon richtig lange auch geredet. Soll ich dich füttern? Ja, das ist gut. Das kriegen wir hin. Ich würde sagen, wir beißen einmal rein, sagen den Zuschauern, wie es geschmeckt. Wie es schmeckt. Hier, die sind ja noch nah am Ort. Das ist geil. Okay. Das ist geil. Perfekt. Ja, also es tut mir leid, dass ihr jetzt hier nicht mitbacken könnt. Ihr könnt aber euch das Ganze ja nochmal angucken. Ihr könnt ja das Rezept auch nachkochen nachbacken. Nachkochen mit allen hin und her, wie es denn so geht. Aber es sieht sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Boah, ist echt gut. Das war das Sprudelwasser. Eindeutig. Also danke nochmal, dass wir uns, dass ihr uns gerettet habt mit dem Teig. Ich glaube, wir werden jetzt nie wieder einen Fehler machen, was das Brownie-Backen angeht. Das kann gar nicht passieren. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut. Kai, Görg, dass wir euch beide hier dabei haben. Wir haben da vorne, das hat Said gerade noch hier hingelegt, auch für euch, Kai, du kennst sie schon, aber Georg, du kannst die dir vielleicht noch einmal mitnehmen, unsere Longpapes und Feuerzeuge, die wir im Wahlkampf so verteilen. Kannst natürlich auch ein paar mehr mit haben. Ob du der Wahlempfehlung so folgen wirst, sei jetzt nochmal dahingestellt. Aber wir freuen uns natürlich super, dass du hier warst. Wir sind noch nicht ganz durch, so ein paar Sachen machen wir immer noch in der WG, die laufen. Ihr kriegt erstmal, sorry, wir haben hier keinen Platz mehr, die Küche ist zu klein, ihr kriegt trotzdem noch Gastgeschenke. Alle unsere Gäste in der WG bekommen nämlich unsere WG-Tasse. Man kann sie auch oben im Regal schon sehen. Ihr könnt sie aber auch gerne nochmal auspacken, wenn ihr wollt. Können Sie das schon mal aus dem Regal rausholen? Ja. Wenn die da wirklich schon so offen steht, die Po-Tasse. Also exklusiv. Nur für die Gäste aus unserer Streaming-WG. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Das ist auch der Beweis, dass ihr dabei wart. Also selbst sollte Twitch irgendwann keine Videos mehr anzeigen und wir haben sie auch nicht auf YouTube speichern können, was immer passiert, dann habt ihr den Beweis, dass ihr hier dabei wart. Das soll also nicht weggehen. Eine Sache, die wir auch immer machen, weil wir ja so ein bisschen einen roten Faden versuchen zu binden durch unsere ganzen Streams, haben wir ein Wettspiel tatsächlich zwischen allen Gästen und Teilnehmern. Ihr müsst einmal wetten, oder nicht wetten, oder ihr müsst einmal schätzen, wie die FDP aufgrund ihrer grandiosen Drogenpolitik bei der Bundestagswahl abschneiden wird. Wir werden ganz am Ende unserer Streams zur Bundestagswahl natürlich die Auflösung machen und ihr habt die Chance, dann auch einen Preis zu gewinnen, der noch geheim ist, weil nur unser Vorsitzender ihn kennt. Aber ihr könnt gerne einmal schätzen. Kai, ich lasse dich einmal anfangen, weil du bist irgendwie parteiintern, du beschäftigst dich mit Umfragen, du bist selbst Kandidat. Das kann ich mir vorstellen, dass du da schon so eine Wunschvorstellung hast. Ja, also wenn ich es mir so anschaue, haben wir in letzter Zeit eigentlich doch ganz, ganz gute Werte, die jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen nochmal nach oben gegangen sind ein bisschen. Und den traust du auch, ja? Wo sind die denn? Die Umfragewerte? Ja, ich glaube, die letzte INSA-Umfrage, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, INSA war, glaube ich, bei 13,5. Es kann jetzt natürlich sein, dass es komplett falsch ist, aber wir waren in dem Bereich auf jeden Fall. Okay. Ich bin optimistisch, ich sage 13,8%. 13,8%. Ja. Ich hätte jetzt auch noch eine kurze organisatorische Frage. Da stehen ja keine Namen drauf, oder? Auf den Zetteln? Doch, auf der Seite. Gut, ja, wunderbar. Alles gut. Wir haben das zum Glück, worauf Kai anspielt. Gott, ich muss bei dem Mikro aufpassen. Du kannst es ja einmal sonst hier in die Kamera halten. Wir haben hier nämlich ein so wunderschönes Board, wo die ganzen Ergebnisse, die bis jetzt geschätzt wurden, schon aufgezählt sind. Wir haben die Namen aber extra auf der Rückseite. Immer sonst hätte ich mich schon gefragt, wer die ganzen Streams dann im Nachhinein wieder anschaut. Ich hänge meins mal dahin, oder? Ja, direkt. Das kannst du gerne machen. Und Georg, wie sieht es bei dir aus? Was schätzt du so? Wir hatten alles schon dabei von 9,1 bis irgendwie 20% oder so. Also du kannst sehr wild schätzen. Ihr könnt im Chat natürlich auch mal schätzen. Es würde mich auch mal interessieren, was ihr so denkt, wie die FDP am Ende abschneidet. Na, rein für den Gewinn müsste ich ja jetzt entweder sagen,
9,0 oder 20,1, ne? Oder? Theoretisch ja. Es kann ja auch sein, dass du irgendwie bei der Kommazahl ganz genau dran bist. Ja, genau. Das Wort mache ich dann eher. Dann sagen wir mal 11,3. 11,3, das ist tatsächlich relativ nah zu dem, was ich geschätzt habe. Ich habe mir das ganz einfach gemacht und habe einfach das alte Ergebnis gesagt. Aber inzwischen ist das auch schon 3 Wochen her. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt immer noch sagen würde, um ehrlich zu sein. Letztes Mal beim Bundestag, also 2017 mal 11,3? Nee, 10,7 waren es. Ja. Genau. Ja, ich schreibe das einmal kurz auf. Ich würde ja zumindest der FDP gönnen, wenn sie vor der AfD landen würde. Ne? Bei 13, irgendwas wird das ja langsam interessant, oder? Das ist auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Also die jetzigen Umfragen sehen da ganz gut aus und ich hoffe das auch wirklich. Das wäre auf jeden Fall eine Zielmarke, die man erreichen sollte. Ja, gutes Zeichen wäre das. Genau. Hut ab an die Bäcker, schreibt Said. Ja, die Brownies sind echt lecker, muss man sagen. Ich esse ja schon nebenbei. Eine Sache fehlt noch. Da würde ich Said vielleicht auch einfach einmal herbitten. Said? Ja, willst du das Foto machen? Wir machen immer noch ein Polaroid-Foto. Im Hintergrund hängen sie schon von unseren ganzen Streams. Das ist einfach eine schöne Erinnerung. Die Kamera ist da. Ja komm, da müssen wir also mal Kuchen posen, genau, hier, ne? Stimmt, ja. Mit den Brownies schauen. Genau. Achso, du nimmst den ganzen gleich in die Hand. Beides, komm. Ja, tada. Geht das mit dem Blech? Ist es noch nicht mehr so heiß, ja? Super. Okay. Gut, verbrenne ich bloß nicht. Das ist das Letzte, was wir wollen. Braucht er noch eine halbe Stunde, der Typ? Nee. Geht das? Ja, das passt. Mhm. Wenn ich nur halb drauf bin, ist das auch okay. Auch so ein paar Dinger können da auch stehen bleiben. Wir müssen hier nicht alles aufräumen. Das macht dann der nächste Stream, ne? So, dann schauen wir mal. Tschüss. Tschüss. Honey. Sehr gut. Perfekt, das läuft also auch. Damit haben wir es jetzt echt geschafft. Chris schreibt noch, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, um nach Hause zu kommen oder so im Studio gemütlich zu machen. Einige von uns pennen tatsächlich hier in der Streaming-WG. Also wird das tatsächlich auch so passieren. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ihr beide, auch alle im Chat, beziehungsweise im Chat, wenn ich euch so angucken kann. Es war, glaube ich, ein richtig cooler Talk und ich finde es richtig spannend, zu sehen, was so eure Arbeit ist, auch auf von ganz unterschiedliche Perspektive, aber ich glaube, alle, die immer noch nicht überzeugt waren von der Cannabis-Legalisierung, sind es spätestens jetzt. Und wenn nicht, dann wissen sie jetzt wenigstens, wie man Brownies backt. Und das ist auch das letzte Ziel. Wir sehen uns tatsächlich im nächsten Stream, das nächste Mal am Dienstag. Da kochen wir wieder. Dieses Mal mit Konstantin Kuhle, Bundestagsabgeordneten und unserem ehemaligen Julis-Bundesvorsitzenden. Also falls ihr da Lust habt reinzuschauen, kommt gerne am nächsten Dienstag wieder hier auf die Plattform. Wir freuen uns da sehr. Und wollt ihr noch irgendwas sagen? Ja, ganz kurz für die DHV-Mitglieder, die zugucken. Gerne, ja, ihr habt euch bestimmt gewundert, wieso der Newsletter noch nicht da ist. Der ist noch nicht da, weil ich hier bin. Ja, ich fahre gleich nach Hause, dann kriegt ihr den. Genau, also wir haben ihn aufgehalten, es tut uns leid. Aber ich glaube, für die Brownies hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Die zugeguckt haben, kommen drüber weg, schätze ich auch. Ja, ich auf jeden Fall auch. Danke für die Einladung, ja, also diese Idee, eine Stream-WG zu machen. Echt sehr, sehr geil. Und ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass man sehr cool Brownies backen kann, was Cooles machen kann und trotzdem über Politik reden kann, dass Politik nicht immer so langweilig ist, wie es manche vielleicht denken. Und ich denke, das ist doch auch noch ein wichtiges Zeichen, das man setzen sollte. Perfekt, genau. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Georg, über Kai, dann folgt denen einfach auf den sozialen Medien, dem DRV auf den sozialen Medien. Kai hat auch seine eigenen Seiten und macht ganz viel im Allgäu. Und ansonsten kommt jetzt wieder der awkwarde Moment, wo David langsam den Stream ausschalten kann und wir die ganze Zeit nicht wissen, ob wir schon on oder off sind. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Wir reden jetzt einfach mal ein bisschen weiter und schauen, was noch passiert und bekommen dann irgendwann ein Zeichen. Wie laut hört man die Kauerei hier eigentlich? Ich glaube, das geht aber, weil es so weich ist, dass es mit dem Kauen, glaube ich, ganz gut aussieht soweit. Insofern sollte das, glaube ich, passen. Ja. Ja, das mit dem Aussprechen ist dann die nächste Frage, das stimmt. Aber auch das kriegt man, glaube ich, hin. Wir haben jetzt noch so viel. Was machen wir mit den ganzen Brownies? Essen. Da wird schon weiter nachgefragt. Ja, also wenn Said schon da steht. Ja. Genau. Nee, ich glaube, du kannst dich bedienen. Ja, machen wir hier mal ich bin echt stolz, dass es so gut geklappt hat, muss ich sagen. Ich bin echt
so zwischendurch war ich so, Gott, was habe ich da für ein Rezept rausgesucht? Das klingt ja nicht so gut, aber hat ja jetzt... Wir haben es echt ganz gut gerettet eben. Ja, Sprudelwasser, wer hätte es gedacht, ey. Ja, sind wir durch? Ach so, ja, ich habe eigentlich schon was gesagt. Nee, wir sind noch... Thank you.